Die Folge ist präsentiert von Chimpy. Die kleinen grünen Powerbanks mit dem Äffli drauf kann man an jedem K-Kiosk AWEC PNB auslehnen. Und zwar für 4 Franken mit einem Depot von 15 Franken, wenn man innerhalb von einer Woche das Ding nicht mehr zurückbringt. Egal wo. Also kann in Genf sein und in Basel zurückgebracht werden. Kriegt man das Depot zurück. Und für unsere Hörer machen wir noch bis am 20. September, glaube ich, gibt es eine Verlosung von 3 Premium-Accounts. Damit entfällt die Leihgebühr sozusagen, wenn man das bis Ende Jahr ausnutzt. Dann sind wir bei knapp 140 Franken vom Wert. Auf der Mail schreiben an premium at heychimpy, heychimpy.com. Mit dem Betreff viel gut. Sonst muss man gar nicht groß ins Mail schreiben. Das langt zum Mitmachen und vielleicht einen Premium-Account gewinnen. Und noch kleine Seite-Info. Bald stimmen wir ab über Vaterschaftsurlaub. Mhm. Ich habe herausgefunden, Chimpy gibt schon von sich aus 4 Wochen Vaterschaftsurlaub. Also, das ist noch, glaube ich, eine coole Bude. Das ist noch so nebenbei. Cool. Ja. Respekt, Chimpy. Sehr gut. Und jetzt fangen wir an mit dem Fabio Landert. Ja. Bam. Welcome. Danke. Ich hatte eigentlich, ich muss ein bisschen die Energie aufpushen, weil, ich sage jetzt mal so, Fabio Landert und Energie ist nicht oft im gleichen Satz. Das stimmt. muss ich auch sagen, hast du absolut recht. Ist das schon immer so gesehen? Ja, es geht. Also es gibt 2 Versionen von mir. Also wenn ich Sport mache, dann siehst du, ich weiß nicht, ob das richtig ist oder einfach der... Fußball Fabio oder Eishockey Fabio, aber dort kann ich schon mal anders sein. Ja? Ja, ja. Und was heißt anders? Ja, einfach ein bisschen energetischer, mit mehr Energie. Nein, aber ich bin eigentlich halt so ein bisschen entspannt. Du bist sehr entspannt, ich mag es auch. Also ja. Ich finde es auch... Ich bin nicht einer, der die ganze Zeit am Reden ist oder... Ja. Darum wird es jetzt sehr spannend, wie wir mindestens eine Stunde da durchkriegen. Ja, du bist der Moderator. Genau. Wir haben schon Wochenrundschau zusammen gemacht, dann haben wir 4 Stunden zusammen verbracht. Gut, dort kannst du immer noch ein Lied laufen lassen, wenn du nicht weiter weißt, ja, sagst, und jetzt kommt... Wir haben ja da ein Handy. David Guetta. Christoph ist da ausgerüstet. Hey, der Christoph, Christoph gibt richtig Gas. Wir können mittlerweile, früher habe ich es auf meinem Laptop gezeigt, wir können mittlerweile auf dem Bildschirm hier, wo hinter der Kamera ist, wo man jetzt natürlich nicht sieht, schau mal, können wir zum Beispiel auf deine Webseite. Schau mal, der Player. Die Startseite von deiner Webseite ist einfach, du smilest dich im Spiegel an. So bin ich. So bin ich. Das ist ja geil. Aber es ist eine schöne Seite. Shoutout an Kayen und an Nick, 2 Kollegen, die das gemacht haben. Und du hast ein Batik-Shirt an. Batik, ja. Ja, ja, das sind aber jetzt auch schon ein bisschen ältere Bilder. Wann ist das entstanden? Januar, Februar vielleicht. Ja. Von dem Jahr hat sich auch wieder etwas geändert. Look. Hast du neue Tattoos seitdem, oder was? Ja. Also stimmt, Hand, das habe ich ja gesehen. Hand. Jesus. Und hier am Hals, wie man da sieht. Ah, der Vogel ist auch neu? Ja, der ist auch neu. Vorher hast du die Flügel offen gehabt? Nein, vorher habe ich da hinten, da auf dem Kopf, Hinterkopf, habe ich so eine Flasche gehabt und so eine Hand, die so macht. Yeah. Hand, die so macht. Ah. Und jetzt der Vogel noch neu. Der Vogel noch neu. Die Hand. Jesus. Ja. Hörst du irgendwann auf? Ja, ich weiß es nicht. Mal schauen. Irgendwann, wenn es dann gar keinen Platz mehr hat, dann schon. Ja. Aber das Gesicht würde jetzt nicht unbedingt... also im Gesicht würde ich... Ja, Hals. Der Hals ist noch frei. Ja, da würde mich schon reizen. Aber Heute habe ich einen gesehen, wo ich dachte, oh, der hat ja geile Maske da am Hals. Das ist ein Tattoo. Ich denke, weißt du, alle, die jetzt so die Maske haben... Ja, wäre so geil, wenn du eine Maske wirst tätowieren. Eben. Da wäre noch etwas. Aber nicht. Als Erinnerung an das wundervolle Jahr.
gerade wenn ich sage, du müsstest irgendwann noch einen Tag machen, 2020, damit so wie klar ist, von wann das ist. Wüsstest du noch, wenn du welches Tattoo gemacht hast? Ich glaube, ja, nicht, aber so einigermaßen. So drei Folgen? Ja, weil es das erste ist, dann weiß ich, oder ja. Das zweite, das dritte, das ist selbst schon. Ist es, bei mir ist es so ein bisschen, man sagt immer, ja, man wird süchtig nach dem ersten Mal. Und ja. Ich meine, ich habe ja nicht viele Tattoos, ich habe recht wenig. Wie viel hast du? Kannst du es zählen? Ja, zählen kann ich es. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf. Ich meinte mehr, okay. Nein, aber ich habe nicht so viel. Mhm. Oder? Das sind 3. Ja, ich glaube, ich habe 5. Ja, aber süchtig. Nein, eben, süchtig. Und gleich findest du so, irgendwann kommt immer so ein Gefühl von, ja, ich glaube, ich schreibe jetzt wieder mal meinem Tätowierer, ja. Wenn er wieder einen Termin hat. Ja, voll. Ja, selbst schon. Bei mir war es einfach so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein bisschen komisch bei mir, dass ich wie so, ich habe angefangen und dann habe ich es wie so nicht komplett gefunden. Es war wie nicht fertig gewesen. Zum Beispiel, ich hatte hier den Koi, oder? Ja. Und dann habe ich den zuerst schwarz, zuerst habe ich nur gedacht, ich mache schwarz-weiß, dann habe ich den schwarz-weiß gehabt und dann habe ich, ist es so leer gewesen. Mhm. Und dann habe ich Farbe gemacht und dann hat es noch leerer ausgesehen, weil der Koi dann so mehr rausgestochen ist. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich hier noch etwas. Und dann ist es, also es ist so, es ist mehr so, ich würde halt so wie überall einen Abschluss haben. Ja. Yeah. Aber jetzt habe ich jetzt mich ein bisschen, wie sagt man, besser in dem Sinn, wenn man da so würde sagen, also ja, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man tätowiert ist, aber so Tabuthema war so Hände gewesen, da habe ich so gedacht, ja, gut, da habe ich auch noch im Außendienst gearbeitet, muss ich auch sagen. Ja. Yeah. Jetzt, wo ich Comedy mache, muss ich sagen, es motiviert mich auch ein bisschen, dass ich nur noch Comedy machen kann, weil da kann ich auch so sein, wie ich wirklich bin, weißt du? Genau. Nicht ein Typ, der im Anzug rumläuft den ganzen Tag und bei Kunden vorbeischaut und poliert aussieht, sondern ich entwickle mein eigenes Ich. Also ich kann mich eher ausleben mit dem. Das verstand ich absolut. Das finde ich auch nachvollziehbar, weil das sage ich auch immer, in der Comedy kannst du ja eigentlich machen, was du willst. Ja, voll. Und eben kannst du auch sein, wie du willst. Ja. Weil das denke ich mir auch immer, wenn ich irgendwie so, wie heisst der andere, Takeshi... Aha, ja, der 69. Ja. Der Takeshi, gut, das ist schon ein bisschen so. Ja, natürlich, aber ich denke so... Takeshis Castle. Ich denke so, Alter, wenn du jemals etwas anderes würdest machen als Rapper, ich weiß nicht, ob du noch einen Job kriegst. Es ja, ist wirklich so... Das stimmt. Kannst du kannst einfach Rapper sein, fertig. Ja, oder Tätowierer. Du musst noch eine Ausbildung machen. Aber dann habe ich auch schon überlegt. Also ich habe auch... Ich habe schon überlegt, dass ich da in die Richtung gehen soll. Vielleicht habe ich... Selber tätowieren? Ja, voll. Vielleicht habe ich Ende Jahr sogar noch die Chance, das zu machen. Ohne Scheiß. Mhm. Einfach mal 2, 3... Also bei deinem Tätowierer, oder? Ja, voll, ja. Du hast einen Tätowierer des Vertrauens, nehme ich an. Ja, also ich habe jetzt total, sind glaube drei oder vier haben bei mir gestochen. Ja. Aber jetzt so seit ein paar Jahren habe ich jetzt zwei in dem Sinn. Einen, der ein Oldschool-Sachen macht und der andere, der so ein bisschen feinere Linien hat. Und ja. Alright. Und bei dem kannst du dann selber noch ein bisschen an ja, die Pistole? Ja, der macht vielleicht einen Job auf, jetzt den Ende Jahr oder nächstes Jahr sicher. Und dann hat er mich gefragt. Oder ich bin eh interessiert gewesen. Dann hat mich gefragt, ja, wäre schon noch cool, so ein paar so kleine Sachen mal machen. Einfach mal anfangen. Mal schauen, wie das ist. Das wäre schon okay. Ja. Dann komme ich mal zu dir eins machen. Ja, ist gut. Du kannst das erste machen. Das erste bei mir und das sechste. Ein alter Kollege von mir, der hat sich mega oft selber tätowiert. Ach schon, ja, da finde ich eben scheiße. Der sieht eben scheiße aus. Bei ihm sieht es mega geil aus. Weil also, ja, wenn er es kann. Ja, mittlerweile ist er Designer und was weiß ich. Und der hat irgendwie hat das halt angekriegt, dass er. Kennst du die? Jetzt mittlerweile ist das ein bisschen hipsterige Schrift, aber so eine von Hand geschriebene, alles Grossbuchstaben-Schrift. Ja. So ein bisschen so, weißt du, so wie Basquiat oder Basti. Aha, ja, Basti hat auf den Covers von ihren CDs, haben sie auch immer so ein bisschen diese Schrift, ja, in diesem Stil. So. Aha, ja. Und dann hat er so Zeug gesehen, dass sich so reinkritzelt, I love myself und so. Und es hat aber recht wieder clean ausgesehen. I love das myself. Ja, das würde so perfekt zu meiner Webseite passen. Ich sollte da noch dran so machen. Das wäre geil. Aber
das wollte ich noch fragen, auf der Webseite, das Fabio Landert, ist das deine Unterschrift? Das ist meine Unterschrift. Ohne ja, Scheiß. Voll, ja. Die hast du dann noch drauf geknallt? Ja, voll. Ich denke, hat so grad, weißt, hat das gerade so gepasst. In der Mitte war es noch ein bisschen schwarz gewesen. Und so hat man so ein bisschen halt etwas so, wie sagen wir? Ja. Etwas Privates noch. Was jetzt? Du bist ja einer von denen, wo, du hast vorher gesagt, du hast früher noch im Außendienst geschafft, seit knapp einem Jahr nur Comedy. Mhm. Beste Zeitpunkt? Also ja, also ich habe natürlich nicht von dem, jetzt nach dem Comedy Award, jetzt nicht gerade von dem können leben. Mhm. Also ich würde sagen, so seit tatsächlich so etwa 4 Monaten oder so. Ja. Anfangs ja, ist auch noch gut gegangen. Nachher ist halt der Corona-Zeug gekommen. Eben, darum. Das ist ja eigentlich der beste Zeitpunkt gesehen. Ja, riesen Scheiss. Also freier künstlerischer Beruf. Ja. Und ab der Hälfte davon darfst du nicht mehr ausführen. So. Ja. Mhm. Ja, mich nervt es halt einfach, dass es gerade so voll losgegangen wäre in Deutschland. Also ich wäre dann im März, ich bin ja sogar in Deutschland gewesen, eine Woche. Wäre sogar noch länger geblieben, um noch ein paar Shows zu spielen. Und dann hat es auf das Mal geheißen, dass so Grenzen könnten zugehen. Und dann habe ich sogar auch etwas noch abgesagt, weil ich nicht mehr. Weil du bist halt nicht, hast nicht gewusst, ob du jetzt wieder zurück kannst oder nicht. Ja. So völlige Hysterie gewesen. Zurück dürftest du ja, glaube ich, immer. Ja, selbst schon, aber. Ja, ja. Ja. Es ist alles ungewiss. Ja. Sehr komisch gewesen. Und noch habe ich einfach nichts. Also ist einfach still gewesen. Ja. Dann hatte ich aber das Glück gehabt, dass ich noch ein paar Sachen machen konnte, so Online-Geschichten. Mhm. Ja, du hast viel so Zeugs gemacht, ja. Ja, also nicht, also einfach ich glaube 3 oder 4 Sachen habe ich gemacht. Das ist in der Schweiz. Für so ein bisschen Partner und so Videos und so. Ja, ja voll. Da bin ich froh gewesen, ja. Hast du also einen Zoom-Auftritt gehabt in dem Fall? Wirklich nein, nein, nicht, nicht Stand-Up-technisch, sondern mehr so Influencer-mäßig etwas. Ja. Also einmal habe ich irgendwie 4 Videos gemacht für eine Hochschule. Mhm. Und dann irgendeine Fruchtfliege da. Ja, voll. Und dann noch... Sie hat überlebt, Christoph. Es ist immer noch die gleiche. Ich probiere die einmal so einzugen, wenn sie einmal näher sind. So. Mit der Bruce Willis in meinem Film. Und so, fängt das hin, dann macht er... Und er spielt irgendeinen Massenmörder. Das ist recht geil. Whole Nine Yards mit Matthew Perry. Ja. Ja, sorry, sondern mehr so 4 Videos. Ja, voll. Und dann konnte ich noch etwas für eine Versicherung können machen. Und ja. Weißt du noch, war noch mal irgendetwas. Da hat mir so ein bisschen geholfen, ja. Ja. Und jetzt September ist es in dem Sinn wieder losgegangen. Und bis jetzt läuft es gut, ja. Und also meine Erfahrung, du hast ein bisschen mehr in Deutschland, aber meine Erfahrung momentan ist so ein bisschen, dass... genauso wie in der Schweiz jetzt in jedem Kanton ein bisschen unterschiedlich ist und irgendwie da sind Bedingungen anders als da und da kannst du spielen, da musst du anders. Dass Deutschland schon nochmal einen anderen Zugang hat wie die Schweiz und in Deutschland dann auch nochmal auf die verschiedenen Bundesländer drauf ankommt. Also so habe ich es gehört, ich bin seitdem selber nicht mehr in Deutschland, also einmal in Deutschland gewesen. Ja. Aber da war nicht wegen Stand-up gewesen, sondern einfach... Jetzt, hast du sie? Nein. Ah. Nein! Was? Das nervt. Noch nicht. Also, wir kriegen es noch. Irgendwann. Kommt sie dran. Ja. Naja, eben in Deutschland ist jetzt auch. Also, da wo ich in Deutschland war, bin sogar noch Sonderbewilligung in dem Sinne bekommen. Also, dass ich geschäftlich in dem Sinne auf Deutschland kann gehen. Aber da die mit den verschiedenen Bundesländern ist ja erst, glaube ich, vor ein paar Wochen so ein bisschen geändert worden. Also ich bin tatsächlich nächste Woche in Deutschland. Ja? Ja. Wo bist du? In Köln. Ah, shit, ich bin in Berlin. Von wann? Bis wann? Wenn es so stattfindet, wie es... Im Quatsch? Ja. Ah, okay, cool, ja. Wenn es so stattfinden sollte, wie es sollte, dann... Ne? Ja. 24. Also bis... Aha, dann bin ich schon wieder zurück. 26. sicher, vielleicht spielen wir noch 27. Ja. Vielleicht bleibe ich dann auch noch, um irgendeinen Open Mic mitzunehmen. Mhm. So. Ich bin vom 21. bis am 24. Ah, okay. Dann bin ich noch bei Nightwash. Ja. Mache noch wahrscheinlich auch noch 2, 3 Open Mics. Und eine Pension von meinem Vater feiern wir dort. Der wird jetzt wirklich? Pensioniert, ja voll, am 23. September. Sehr geil. Yes.
Ja, Köln, ich weiss noch, wir haben an einem, irgendwie, was ich auch immer gesehen ist, Montag, Freitag oben, irgend sowas, Open Mic in. Wo bist du gewesen? Im Comedy House gehabt. Aha. Vor 2 Jahren, was das gesehen ist. Ja, okay. Und dann sagst du mir, du hättest in Köln gespielt. Ja. Und siehst über die Nacht mit dem Auto zurückgefahren. Ah, ja, voll, ja. Das ist der legendäre Auftritt gewesen. Ja, voll. Genau, dort habe ich irgendwie unbedingt so deutsches, hochdeutsches Material gebraucht. Und weil dort um die Nightwash-Bewerbung gegangen ist. Mhm. Also sie haben gesagt, ich könnte mich noch bewerben, beziehungsweise ich wollte mich bewerben für den Talent Award 2018. Mhm. Und dann habe ich halt eben gehört, dass da noch Bewerbungen möglich sind. Und dann bin ich habe ich dort schon in Welschland? Ja, dort bin ich, glaube schon in Welschland gewesen. Ich habe noch 2 Jahre in Welschland gewohnt, weißt du? Ja. Und dann habe ich gefragt, ob ich früher noch gehen darf beim Arbeiten. Bin auf Köln gefahren. Irgendwie um 2 oder 3 bin ich los auf Köln. Bin irgendwie um 9 Uhr angekommen in Köln. Hat dort ein Open Mic gespielt, 10 Minuten. Und dann bin ich gerade wieder heimgegangen. So richtig krank eigentlich, was jetzt so will. Und wahrscheinlich werden jetzt sehr viele Mails von so Climate Fighter kommen und sagen, das kannst du doch nicht machen. Ja gut, hättest du den Zug noch zurücknehmen können? Um die Zeit? Wahrscheinlich nicht, nein, oder? Nein, keine Chance. Mit dem Zug, und weil du hast am nächsten Tag wieder geschafft. Du bist am Morgen wieder im Geschäft gesehen. Ja, ich habe wie durchgemacht eigentlich. Ich bin gar nicht richtig schlafen gegangen. Und das ist das Beispiel, das ich immer genannt habe, wenn es irgendwie darum gegangen ist. So, Menschen, wo es wirklich wollen, im positiven Sinn. Weißt du, ja, wo es wirklich machen, weil sie wollen und weil sie es geil finden. Ja. Und nicht so, man hat schon mega oft, mein Gott, jetzt mittlerweile in der Schweiz auch schon in den letzten paar Jahren, Dutzende von Menschen gehabt, die so gefunden haben, ich mache jetzt mal Comedy. Ja. So schnell, weißt du, so nebenbei, komm. Ja, und paar sind huere arrogant dem gegenüber. Ja. Also, weißt du, auch null irgendwie Selbstreflexion oder sonst irgendetwas, sondern die sehen jemanden und denken, ja, das kann ich auch. Ja, ja. Das kann ich auch. Genau. Also, das ist ja null lustig. Das ist ja ein guter Impuls, wenn du das hast. Aber du musst ja dann auch daran arbeiten. Das ist so. Ja, selbst sowieso. Ja. Und eben das Gute ist, wenn genau der Video hat mir nachher dann zu Nightwash gebracht. Ja. Und dann habe ich Nightwash gewonnen letztes Jahr. Genau. Und wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre. Ja, weil ich habe gefunden, diese Woche zum Einladen ist auch eine gute, weil du hast ja nicht nur Nightwash gewonnen, sondern du hast ja auch den Swiss Comedy Award Talent. Ja. Wie heisst er? SRF 3 Comedy Talent Award. Heisst er? Ich glaube, er heisst schon wieder anders. Ja, jetzt heisst er, glaube ich, Comedy Best Talent oder so. Ich weiss es nicht. Also da kommt wirklich niemand draus. Nein, es kommt wirklich... Nicht einmal das SRF selber kommt draus. Sie selber kommen nicht draus. Ja, danach ist jetzt bei der Aufzeichnung von der Comedy Talent Show ist Lisa Christ irgendwie dort gestanden und fährt ja an und sagt, the Newcomer Award, was weiß ich, dann heisst es, nein, das heisst anders, dann muss man das nochmal aufnehmen. Und so. Am Schluss ist wirklich oft, also, du hast den Newcomer Award gewonnen von den Swiss Comedy Awards. Genau. So, ne? Ja. Und zwar... jetzt eben, wo SRF 3 noch Medienpartner ist, ja, und, genau, und das pusht und so. Ja. Weil das ist das andere, was ich immer erzähle, wo ich da gewonnen habe. Hat es niemand interessiert. Nein, nicht einmal können interessieren, weil es hat niemand mitgekriegt. Ja. Weißt du, das ist wirklich so. Ja, du hast mir das mal erzählt. Zeitung, irgendwie was gibt es so eine Seeland-Zeitung? Irgend sowas? Ich glaube schon, oder? Wie heisst die? Zürichsee-Zeitung, irgend sowas. Ja. Ich glaube, dort ist unten rechts mal so 3 Ziele gestanden. Okay. Das war es gesehen. Und jetzt habe ich aber gefunden, lade ich dich ein in dieser Woche, weil das ist deine letzte Woche als Reigning Award-Halter. Yes. Ich kann es nur so, es klingt so blöd, aber ich kann es eben nicht wirklich nachempfinden, weil mit dem Titel kommt ja viel mehr mit sich mit, ja, mittlerweile. Voll. Das heisst, du hast jetzt das Jahr auch wirklich mit dem Titel quasi können schaffen, ja, sozusagen. Ja. Oder? Definitiv, ja. Wie ist das jetzt vom Feeling her, wenn du weißt, da gebe ich jetzt weiter? Also für mich ist, also weißt du, ich bin eh nicht,
Also ich freue mich mega, dass, also ich bin sehr stolz, dass ich da gewonnen habe. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch mega viel dafür gemacht und ich glaube, dreimal mehr wie alle anderen, die in dem Jahr gewesen sind. Ja. Von dem her sage ich nicht, es ist irgendwie unverdient oder sonst etwas gewesen, sondern ich bin mega stolz, weil ich auch für den hart gearbeitet habe. Aber mein Ziel war jetzt nicht gewesen, ich habe nicht mit Comedy angefangen und habe gesagt, ich würde den Swiss Comedy Award gewinnen. Mhm. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da gibt, wo ich angefangen habe. Ja. Ich habe einfach angefangen und dann bin ich so da reingerutscht. Aber ich mache mir aus diesen Preisen nicht wirklich viel etwas. Also ich bin natürlich sehr stolz, dass ich da habe gewinnen konnte. Und wie gesagt, es ist nicht einfach so gekommen, sondern ich habe auch dafür gearbeitet. Aber ich bin jetzt auch froh, kann ich den Titel jetzt in dem Sinn los? Ja. Yeah. Yeah. Also ich weiß nicht, ob der einfach, weißt, ich glaube, der bleibt ja eh irgendwo dann so im Hintergrund noch ein bisschen bleiben. Weil wenn ich auf der Bühne bin, dann heisst es halt einfach, ja, wir haben den Gewinner vom letztjährigen Talent Award und von dem Jahr Talent Award. Also es wird immer so ein bisschen mit dem verglichen, dass die Leute einen Anhaltspunkt haben, was ja auch richtig ist. Also ja, klar. Normal ist, aber... So nach 2-3 Jahren ist dann irgendwann, findest du so, hey, sag's bitte nicht mehr, weil... Ja, voll, ja, eben. Irgendwann so zu lange ja, irgendwann ist dann so, denkst du, ja, also nach 5 Jahren musst du das nicht mehr sagen. aber was ich aber gemerkt habe, du hast jetzt gerade gesagt, ich habe ja nicht wollen, den Award gewinnen, den ich angefangen habe. Mm-hmm. Ich habe das Gefühl, du hast zum Teil noch ein bisschen mehr Kontakt mit diesen Bühnen und Menschen, die dort auftreten. Aber ich habe das Gefühl, zum Teil hast du jetzt den Leuten, die eben so wie so einen klaren Weg sehen, was sie alles machen müssen, um das, stimmt, das zu erreichen, was sie in ihrem Kopf wollen. Eben zum Beispiel, ich muss den Preis gewinnen, dann muss ich dort hin. Und das finde ich extrem krass, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ja, du hast natürlich jetzt dadurch, dass es eben so medialer geworden ist und ein bisschen grösseres ein grösserer Zirkus drumherum gemacht wird, hast du auch das Verlangen, den zu gewinnen. Mhm. Oder du schaust, aber eben, Comedy ist nicht ein Preis gewinnen, sondern Comedy ist langfristig, gut sein, dein Zeug weiterentwickeln, ein geiles Solo machen und der Preis ist das Lachen der Leute. Das ist sehr schön gesagt. Nein, aber weißt du, die Preise, ja, schön, also ist geil, wenn man es hat, aber ich glaube, man kann seinen Weg auch anders machen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist schön zu haben, natürlich. Darum habe ich übrigens damals den Jurypreis nicht gekriegt. Ja, da hast du mir erzählt. Den Publikumspreis habe ich nicht gekriegt. Den Jurypreis habe ich nicht gekriegt mit dem Argument, du wirst deinen Weg schon machen. Richtig, genau. Voll. Das hat mich gut, das ist aber blöd. Das hat mich genervt. Ja, das nervt. Also wenn man es dir dann noch so sagt, weißt du, so, du wirst deinen Weg schon machen, ja. Ob du jetzt den Preis gewünscht oder nicht, quasi. Ja, aber es sind dann gleich zwei Preise, die du hättest können bluffen. Ja, logisch. Können... Vor allem, weil der Charlie das Jahr davor beide gewonnen hat. Aha, und dann haben sie immer gesagt, das wollen wir nicht mehr unbedingt. Und so. Ja. Ja, gut, aber, dann ist es ein bisschen blöd. Aber es ist wirklich so, der Jerry Seinfeld hat mal in einem Interview gesagt, einen Preis gewinnen, vor allem bei Wettbewerb. Ja. Also es ist nochmal etwas anderes, wenn du jetzt irgendwie für, frag mich jetzt, Lebenswerk oder den Mark Twain Prize oder irgend sowas kriegst. Aber so bei Wettbewerb ist es einfach, eben, du bist an einem oben einfach mega gut gesehen. Das ja, heisst eigentlich. Schon. Genau, ja, eigentlich so. Schon. Ja. Aber es ist auch spannend, wie zum Beispiel eben in Deutschland, wie ja alles ein Wettbewerb schon fast muss sein. Ja, ja. Weil sie irgendwie, keine Ahnung, weil sie das Gefühl haben, es verkauft sich besser und es gibt irgendwie noch den Charakter von, man kämpft gegeneinander. Ja, voll, da haben die Deutschen eben schon gern. Da mega. Merkt, aber das in der Schweiz ist das nicht unbedingt anders. Die Schweiz haben schon auch gern so die, so sich gegeneinander messen und das ist nicht unbedingt nur in Deutschland so, aber in Deutschland ist es natürlich verstärkt. Mehr. Es ist mehr. Ja, ja. Ich finde es vor allem schade, weil wieso kann man nicht auf der schönen oben haben? Weißt? Ja, voll, ja. Ja. Du sagst, es treten vier Leute auf, genauso wie bei einem Musikfestival, kommt der Hip-Hopper und dann kommt, dann kommt der Jazz-Pianist und die Singer-Songwriterin. Und dann heisst es auch nicht, Sack wäre ich am besten gesehen. Ja, voll, oder? Das stimmt. Und in Deutschland ist alles sehr Wettbewerb und eben, sie legen auch mega Wert darauf, dass man Preise hat. Irgendwie ist es ein Verkaufsargument.
Ja, das ist, ja, auf der einen Seite verstehe ich es auch. Auf der anderen Seite denke ich auch die, die... Ja gut, wenn man jetzt so überlegt, die Comedians, die in Deutschland unterwegs sind, die haben eigentlich alle Preise gewonnen, das stimmt. Aber eben, weil es so viel gibt. Ja, weil, es gibt auch viel. Weil, ja. Ich sage es jetzt mal so. Auch aber ganz es gibt viel, auch viel Crap. Auch ganz viel in so Deutschland. Es gibt die goldene Birne, die dich nicht interessiert. Eben, ich sage jetzt mal so, auch ganz viel in Deutschland, wo nicht unterwegs ist, hat auch schon Preise. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin ja im, wo ich Nightwatch gewonnen habe, bin ich ja noch im Gloria-Theater auftreten, so die Nacht der Gewinner, oder? In Köln? Genau, ja. Und dann hat es von so verschiedenen Kulturpreisen gegeben, verschiedene Gewinner von diesen Kulturpreisen, haben dann auch alle an dem Abend können auftreten. Dann war es so quasi die Nacht der Preisträger gewesen. Und dann hast du halt wirklich auch so Leute gehabt, wo irgendwie der goldene Hirsch von irgendetwas, weißt du, wo du denkst, ja, okay, ja, das ist ein Kulturpreis, schon noch wichtig, weißt du, in Rheinland-Pfalz oder irgendwo. Und wo du denkst, ja, okay, ja, schön, wenn dir da etwas bringt, dann ist doch da gut. Es gibt so viel. Ich habe jetzt einen goldenen Wasserhahn, habe ich jetzt gewonnen. Ah ja, weißt du, dort war? Weißt du, den habe ich auch noch gesehen. In der Gießerei, so ein Comedy Club. Eben, dort ist es auch so, am Schluss stimmst du ab, wer lustig gefunden hast. Und es ist am Schluss wegen einem Shadow-Unterschied. Also weißt du, es ist auch dort. Ja. Gut, ich sage auch Preise, die ich noch gerne gewinnen würde, ist natürlich der Deutsche Comedy-Preis, würde ich schon auch gerne irgendwann mal gewinnen. Also dort, das ist schon definitiv ein Ziel, ja. Also dort muss ich schon sagen, das wäre schon cool, wenn man da könnte erreichen. Ja, logisch. Also es gibt ein paar schöne Preise. Ja, auf jeden Fall. Also ich fände zum Beispiel den Swiss Comedy Award. Solo fände ich auch mega. Mega, geil, oder? Logischerweise. Ja, voll. Ja. Definitiv. Der Deutsche Comedy-Preis habe ich schon von sehr vielen Leuten gehört, sei ja einer der schlimmsten Orte zum Auftreten. Weil du einfach nur frustrierte Menschen aus der Szene hast, die im Publikum sitzen und alles besser wissen. Ja. Und dann hast du so Animateure in der Pause, wo sie probieren, ein bisschen Stimmung anzukriegen. Ja, aber da haben sie, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen geändert. Ja. Dieses Jahr haben sie viele neue Rubriken reingebracht, so ein bisschen jüngere Sachen auch. Ja. Erstmal, glaube ich, auch Podcast, der beste Podcast. Ah, wirklich? Ja, voll. Und sie haben da schon ein bisschen aufgefrischt, das Ganze. Ja. Was ich auch gut finde. Ja, eben, hast du ja müssen. Kleine Kritik von mir jetzt, eventuell am Sonntag darf ich den die Laudatio nicht mehr halten, aber jetzt sind wir ganz ehrlich, der Schweizer Comedy-Preis dieses Jahr. Ja. Yeah. Also bis auf, glaube ich, es hat keinen Jungen dabei, außer online, wo sie irgendwie noch die verdammten Flüge haben. Kriegen wir sie weg? Online, yeah. Wo halt Junge halt sind, aber süß, solo, weißt du noch, Publikum, das sind alles alte Leute, Mann. Ja. Also alt, jetzt, sorry, dass ich jetzt das so sage, aber Solo? Solo ist... Wer ist dort? Ich glaube, der Stahlberger ist der Jüngste. Der Zuccolini ist noch? Ja, Helga Schneider, Zuccolini, Christoph Simon, Gammetaler. Genau. Also, ich glaube Stahlberger, schau jetzt, der Christoph ist schon wieder irgendwie am Rum. Und ich denke mir so, ja, also weißt du, repräsentiert irgendwie. Also die sind es und ich glaube, der Stahlberger ist wahrscheinlich der Jüngste. Und der ist so Mitte 40, hätte ich gesagt. Ja, voll, ja. Ja. Es kommt halt immer darauf an. Es kommt halt immer darauf an, was ist für ein Jahr? Ja, sagt schon. Was ist alles rausgekommen? Ja, aber ich finde es einfach schade, wieso. Also es hat ja mega viele Gute gehabt, mega viele Junge gehabt, die Solo. Du hast Solo gehabt, hast lang gespielt. Ja. Viel gut. Ja. Nicht nominiert. Ich hatte Frank. Und Frank hat es gewünscht. Frank, ja, hätte ich toll gefunden. Am Frank hätte nur schon Nomination hätte ich schon sehr cool gefunden. Weil ich weiss nicht, wie lange das erst gespielt hat. Warte. Wo ist das jetzt? Auf deinem Kopf. Wirklich? Nachher machen wir Pause, dann sehen wir sie. Nachher der Frank. Am Frank hätte ich es auch sehr gegönnt. Weil, jetzt hättest du es so gut können nehmen. Ich habe gedacht. Von wo kommen denn die jetzt? Da irgendwie ein Kübel? Oder? Wir haben einmal... Oder eine Leiche? Wir haben einmal haben wir einen Obstkessel hier gehabt. Ja, und die haben oft überlebt. Ja, das ist ein Fussel.
die vermehren sich halt, wenn es nicht kälter wird. Gell? Ja, jo, jetzt ist es noch so schwül ist. Auf jeden Fall Frank. Dann haben wir noch den Sven. Gut, der Sven ist, glaube ich. Sven ist letztes Jahr nominiert gewesen. Der ist letztes Jahr nominiert gewesen. Jo, jetzt müssen wir aber schnell, also jetzt erklären wir mal schnell, wie Swiss Comedy Awards funktionieren. Vielleicht. Für die, die es interessiert, die können jetzt zuhören. Und zwar ist es so, ich finde ja das System, das sie haben, finde ich. Ja, der zweite noch nicht. Das System ist gut. Finde ich sehr gut. Dass weil jeder kann abstimmen, wo von da, wo jeder Mensch, der in der Comedy-Szene etwas macht, eigentlich, ist ein Jury-Mitglied. Ja, voll. Es ist wie bei der Oscars Academy. Genau. Eigentlich. Genau. Und dann hast du Bedingungen, dass man kann nominiert werden kann. Das ist Bedingung. So und so viel Mal Solo gespielt. Solo gespielt, innerhalb von diesem Zeitraum. Genau. Muss es neu rausgekommen sein oder eben Ensemble oder so. Mm. Und dann kriegst du 3 Stimmen und die kannst du vergeben. Mm. Und dann sagst du halt eben eine Stimme an Frank, eine Stimme an dich, eine Stimme und so weiter und so fort. Ja, voll. Und dann wird das zusammengerechnet. Die mit den meisten Stimmen sind dann die 5 Nominierten. Ja. Und von denen die Person, die am meisten Stimmen hat, oder die Gruppe, die gewinnt dann. Und die Nominierten können auch für den Publikumspreis nominiert oder sind dann automatisch auch für den nominiert. Ja. Achtung! Hast du zu lange gewartet. Siehst du, da könnte man mal ein bisschen mehr Energie haben. Ich bin einmal immer schlechtes Gewissen. Und eben, jetzt in dem Fall, ist halt, jetzt haben halt über 90 Leute haben eher ältere Künstler gewählt. Ja, wieso ist denn das so? Weil auch ältere Leute können wählen. Es gibt, es müsste ein bisschen aufgeteilt sein. Ne? Es ist ja halt einfach so, es ist ja eigentlich ein Spiegel von der Comedy-Szene. Also ja. Weißt, weil halt eben, es gibt momentan mehr Leute noch vom älteren Semester, wo Comedy in der Schweiz macht, anscheinend. Ja. Gut, ich bin halt... Ich oder zumindest mit Comedy zu tun hat, halt auch noch Management, ja, voll, das stimmt. Agenturen, Theater und so weiter. Das stimmt. Und ja, das Jahr habe ich auch gefunden, es ist nur Telga und es sind sonst alles ältere Herren. Ja, voll, ja. Das stimmt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nein, schlimm ist es nicht. Nein, definitiv nicht. Darum, also ich verstand schon den Kritikpunkt, aber eben, also viele andere können es ja auch nicht. Nein, es eben nicht, aber... Ja. Ehrlich mal schon ein bisschen einen Jüngeren zu sehen, der auch die Chance hat, mal zum Gewinnen. Für das gibt es ja eben den Talent Award. Ja, ich meine einen Jüngeren, der Solo spielt. Ja, ja. Talent Award sind ja Jüngere. Das wäre auch strange, wenn nicht. Gib uns noch ein paar Jahre. Ja, fix. Definitiv. Weil, wenn du mal gewonnen hast, dann kannst du 3 Jahre nicht mehr gewinnen. Okay. Das heisst, wenn jetzt die Alten alles gewinnen, dann wir irgendwann die Jungen. Ah, ja gut. Ja, perfekt. Ah, ja gut. Ah. Dann wir irgendwann die Jungen. Dann stimme ich auch noch für den Zuckerlini. Weißt du? Ja. Okay, alles klar. Ja, wie sieht es denn jetzt aus, wenn du sagst, Deutschland ist jetzt noch nicht so viel gemacht wieder? Ja. Was ist jetzt die Planung? Planung ist jetzt, also jetzt habe ich Nightwash, nächste Woche, am 22. glaube ich, bin ich im Waschsalon, also nicht Waschsalon, sondern es wird jetzt auch das erste Mal nicht im Waschsalon stattfinden, sondern im Art-Theater. Ja. Und nachher bin ich noch in Nürnberg, dann habe ich noch ein paar Sachen, ich glaube Komische Nacht, hast du da schon mal gespielt? Nein. Komische Nacht ist crazy. Hat einmal nicht geklappt und jetzt sind wir am Schauen wegen nächstes Jahr. Ah, cool. Das ist mega geil. Ja, das ist krass. Da spielst du was? Fünfmal? Fünfmal 20 Minuten. Yeah. Hast, glaube ich, einen eigenen Fahrer, einen eigenen Techniker. Ja. Yeah. Und dann fährst du von Location zu Location, aber du weißt nicht, was für eine Location das ist. Mhm. Also es kann sein, von einem Theater bis zu einem Restaurant, kann es alles sein. Mhm. Und es wird einfach quasi eben, die Künstler untereinander werden rangiert. Genau. Dann hast du als Besucher, hockst du eben zum Beispiel in ein Restaurant XY und es wird einfach ein Künstler nach dem anderen wird einfach schnell reinkutschiert. So. Ja, voll. Tritt auf und dann geht es weiter. Ja, genau. Das muss mega geil sein. Das ist sicher cool. Ja. Aber auch mega schwierig, weil du weißt nicht, was für ein Publikum das ist. Also es kann auch sein, dass du irgendwie einfach in einem Kaffeekränzchen von einem Altersheim spielen musst. Ja, ja.
Und dann hast du dort so 80-Jährige, die dir zulassen und dann hast du 20 Minuten Zeit. Dann hast du wieder «Ciao zusammen!» Nächste. Und dann bist du am nächsten Platz. Dort hat es wieder bis zu 1000 Leute. Aber ich weiss nicht, wie sie das da machen wollen. Das ist dann auch geil. Manchmal bist du nur in so einer Bar und dann der nächste Auftritt kann so vor 1000 Leuten sein. Das ist krass. Ja, und vor allem, eben, du kannst natürlich schon vorbereiten, aber du musst dann halt flexibel können reagieren. Ja, so du musst einfach genug Material haben in dem Sinn. Ja, voll. Gut, da mache ich mir keine Sorgen. Aber ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ja, ist jetzt 100.000 Mal verschoben worden und jetzt endlich mal hat es geklappt. Ja. Yes. Ja, das ist sicher geil. Ja, und sonst fortlaufen, schauen. Ist halt immer so alles ungewiss. Da ist mega mühsam. Mega mühsam. Und was bei dir noch speziell ist, du hast jetzt schon viele Sachen gemacht, aber du hast noch kein Solo. Ja. Also du bist jetzt so, ich denke immer, das ist immer so wie im Flughafen Transit. Du bist irgendwie in so einer Zwischenwelt. Genau. Du spielst zwar Mixed Shows, aber noch nicht mit dem Ziel, irgendwie Werbung zu machen für Solo. Genau. Aber du spielst auch nicht mehr nur Open Mics, um überhaupt Auftrittszeit zu generieren. Ja, oder? Voll. Genau, so ist es ja, absolut. Ja. Und also ich habe Solo, muss ich sagen, bin ich in dem Sinn schon relativ weit für nächstes Jahr. Ich habe mir jetzt halt auch den Anspruch genommen, wirklich neue Sachen zu schreiben. Ja. Obwohl ein paar sagen, spiel dein Best-of und spiel deine besten Sachen. Mhm. Aber in der Schweiz, ja, die Leute, viel kennen es eben schon, muss ich sagen. Ja. Also die letzten paar Auftritte, wo ich jetzt so ein bisschen die gleichen Sachen gespielt habe, die Leute haben es in dem Sinne schon gekannt. Aber, wenn man halt auch sagen, das sind dann halt auch wirklich die, die dich verfolgen regelmäßig. Genau, gerade weil ich sage, es kommt ja davon, vielleicht wo du denn von wem spielst. Ja, voll. Aber mal schauen, wie ich es dann mache. Vielleicht tue ich die Strategie ändern in der Schweiz. Und fange sogar in Deutschland an. Mit der Premiere. Ah, wirklich? Ja, wahrscheinlich schon. Noch nicht ganz sicher, ich weiß noch nicht, wie es genau wird sein, aber vielleicht sogar dann gerade in Deutschland anfangen. Gut, du hast ja, das Ziel ist Herbst 21 Solo. Ja, gell? Genau, da ist jetzt mal das Ziel, je nachdem wie da eben die ganze Zeit jetzt da vorbeigeht und wie das nächstes Jahr aussieht, kann es sich dann auch auf Frühling 2022 verschieben. Mhm. Also, aber mein Ziel wäre schon, dass ich im Herbst dann 21 anfangen kann. Findest du es nicht, für mich ist es also zum Teil jetzt noch hure schwierig, findest du es nicht so ein hure Fuck-up, wenn du dir überlegst, ich muss jetzt etwas planen, vielleicht Frühling 22, eineinhalb Jahre. Ich habe immer so die Freude gehabt, quasi ich werde Künstler, weil ich kann ja dann machen, was ich will. Ja. Dann schaust du die Kalender an und denkst so, ja nein, kann ich eigentlich doch nicht. Ich bin eigentlich schon jetzt gebunden bis... Ja. Eben, Sommer 22, oder so. Ja. Nein, bei mir ist es, also ich bin so ein Typ, wo ich will schon ein bisschen Sachen fertig haben, schon vorbereitet haben oder einfach in der Pipeline, dass man den gerade loslegen kann. Ich habe es nicht so gerne so wie, es muss schon geplant sein in dem Sinn. Okay. Weil sonst fühle ich mich dann auch nicht mehr so sicher. Mhm. Also ich muss schon sehen, dass etwas geht. Ich muss natürlich auch, mein Ziel ist auch noch weiterhin Bekanntheit aufzubauen. Und dann, mal schauen. Also das Ziel ist schon noch weiterhin Bekanntheit aufzubauen, jetzt in dem sicher noch ein Jahr. Mhm. Und dann gerade ready sein, wenn es dann, weißt du, manchmal kann es dann schnell gehen. Dann geht es nicht lang, dass du dann gerade musst announcen. Ja. Dann musst du den Hype in dem Sinn vielleicht ein bisschen nutzen. Mhm. Wenn du einen guten Auftritt hast und irgendwo im Fernsehen warst und der ist jetzt so in dem Sinne explodiert, wie zum Beispiel der Marius Bär, ein guter der Musiker. Mhm. Hätte ich gesagt, ein guter Kollege, weil ich einmal mit ihm auftreten bin. Und er auf, aber Ostschweizer sind ja alles eigentlich gute Kollegen untereinander. Bei den Dings, bei der Best Talent Night. Genau, habe ich ihn dürfen kennenlernen. Kann ich nicht können moderieren, wenn ich schon einen Auftritt hatte. Ah, du hast den moderiert. Dann haben sie halt einen anderen Joel gefunden. Joel Golimund. Stimmt, Golimund hat es gemacht, gell? Ja, voll. Ja, das ist ja super. Ja, hat einfach Swiss Music und Swiss Comedy Award verwechselt. Wirklich? Ein paar Mal.
Also inoffiziell habe ich auch den Swiss Music Award gewonnen. Geil! Also wenn du so einen Klotz daheim hast, ist ja geil, oder? Ja, stimmt. Der Marius Bär ist in Deutschland. Im Deutschen ist er in irgendeiner. So nicht, Show, nicht der Voice, aber so etwas anderes. Wie hat es geheißen? Irgendwie der Hidden Singer oder irgend so etwas. Ja. Hey, man macht schnell Pause, weil ich muss ja, die Dinger da wegkriegen. Das nervt. Brutal. So, kurze Pause gemacht. Jetzt habe ich verdammt Déjà-vu. Ich habe einen mega Déjà-vu gerade, dass wir schon mal einen Podcast aufgenommen haben, dass wir kurz unterbrochen haben wegen irgendwelchen Fruchtfliegen und dann weitermachen. Tja. Aber etwas, was du fix erlebt hast oder wo du das Gefühl hast, dass du es schon mal erlebt hast? Ich habe das Gefühl, weil ich habe mal nachgelesen, was genau das Déjà-vu für ein Phänomen ist. Das ist ein psychologisches Phänomen, wo irgendwie, Christoph kann sicher ein bisschen recherchieren, dass man das dann nachher schnell richtig sagt und nicht, wie ich es jetzt würde, erklären. Aber es ist spannend, weil ich habe es irgendwie so, ich habe es so verstanden, dass es ist wie so ein Mini-Filmriss. Ja. Weißt du, wo dir wie so zwei Bilder fehlen von einer Filmrolle. Und weil dann das passiert, die Hirne das Gefühl hat, es hat schon das mal erlebt. Aha, ja. Weißt du, was ich meine? Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass man wie in so einer Situation ist und das Gefühl hat, da hat man geträumt und dann ist man wirklich in dieser Situation drin. Ja, voll. Schon ein paar Mal gehabt. Forschung. Das Phänomen in der Kunst. Wo ist der Satz, der es erklärt? Wahrscheinlich am Anfang. Am Anfang erklärt es immer gerade mal. Déjà-vu. Eine Erinnerungstäuschung? Erinnerungstäuschung, siehst du? Erinnerungstäuschung. Und was steht da unten? Forschung, da, Forschung. Schau jetzt. Also schon der Goethe nicht erforscht? Natürlich hat es der Goethe schon erforscht, das ist ja jenseits. Zeig nochmal den oberen Satz dort. Beforschung, der oberste Satz. Ja, aber geh mal runter, zur Forschung. Ah. So, da der erste Satz. Die Wissenschaftler in der... So könnte die Erforschung von Déjà-vus nicht nur erklären helfen, wie Gedächtnistäuschungen entstehen, sondern auch, wie es dem Gehirn überhaupt gelingt, ein kontinuierliches Abbild der Realität zu konstruieren. Entsprechend diesen Erwartungen liegen reichlich Studienerklärungsversuche vor, die einander zum Teil... Widersprechen. Also zum Beispiel verdrängtes tatsächlich erlebtes Ereignis erinnern, das so kurz wahrgenommen wurde, dass es nicht bewusst registriert werden konnte. Das kann ja in dem Fall jetzt nicht sein, weil wir haben ja noch keinen Podcast aufgenommen und der dann unterbrochen wegen Fruchtfliegen. Dann haben wir, sind verdrängte Fantasien. Traumatische Schädigungen des Temporallappens. Das ist eh spannend. Neurologie ist sehr etwas, das fasziniert mich auch. Wie viel Prozent ist das Hirn noch nicht erforscht? 90 immer noch oder sowas, gell? Nein, ich glaube, es ist schon erforscht, aber oder sind wir brauchen nur einen gewissen Teil vom Hirn. Also ich glaube, voll ausgelastet ist irgendwie so bei 10%. Ah, so ist es, genau, 90% vom Hirn brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, genau. Und das weiß man eben auch noch nicht, warum nicht. Genau. Ja, so ist es. Wobei das nicht stimmt, das behaupten zu einem oder anderen, das stimmt nicht. Du hast mal gehört, es stimmt nicht. Ja, aber wir tun nicht, also es ist bewiesen, dass man nicht die ganze Hirnauslastung benutzt. Ja. Weil krass ist ja, was Hirn alles kann machen. Wie du im Unterbewusstsein zum Beispiel dir kannst vorstellen, dass deine Zunge jetzt zum Beispiel süß ist. Mhm. Oder dass du etwas Salziges essst, obwohl es süß ist. Mhm. Oder mit der Farbe gibt es ja auch so ganz viele Tricks, dass du das Gefühl hast, du siehst rot, essst aber irgendwie, sagen wir mal, eine Zitrone. Du stellst dir aber vor, dass es eine Erdbeere, wie oft mal wird die Zitrone in dem Sinn süß, weißt du? Genau. Und das ist ja krass, das fasziniert mich. Darum bin ich eben auch so Fan von so, also Fan, kann man jetzt nicht sagen, aber so Serienmörder und so.
Das fasziniert mich, die Welt, weil dort geht es ja auch sehr oft in die Neurologie, in die Psychologie rein, ja. Von diesen Menschen, was ist dort alles falsch gelaufen, wie überlegen die, was hat dazu geführt, dass sie so etwas Schreckliches machen, weißt? Das ist alles nur, das ist nicht, weil der Mensch in dem Sinn böse ist, sondern ja. Weil einfach irgendwo hat es... Irgendeine Motivation mal irgendwie in der Kindheit geworden ist. Ja. In der Kindheit hat es mal irgendwie einen Aussetzer gegeben. Ja. Und so verarbeitet Menschen das dann zum Teil. Das ist wirklich schon krass. Also das Erste, was du gesagt hast, ist mir passiert, mal während dem Lockdown. Ja. Bin ich am FaceTimer gesehen mit dem Charlie und dann hat er irgendwie Wein getrunken. Dann habe ich gesagt, geile Idee, komm, ich mache jetzt auch eine Flasche Wein auf, weil der Alkoholkonsum ist ja nicht weniger geworden. Zeit, ja. Und dann, jetzt noch eine, das ist sie, die letzte. Fucking fuck. Und wieder weg. Und dann habe ich gefunden, ich mache jetzt auch eine Flasche Wein auf. Mhm. Kühlschrank und ich weiß auch nicht wieso, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eine Flasche Rotwein. Ich habe gedacht, es ist rote. Weil es ist eine ganz dunkle Flasche gesehen und es ist im Kühlschrank gesehen, aber ich habe wirklich nicht überlegt in dem Moment, weil ich irgendwie abgelenkt gesehen bin und eben mit dem Charlie im FaceTime. So, dann mache ich die auf. Das ist lustig, was du da erzählst. Ja? Ja, ist... Mache sie auf und mache einen Joke, weil es der Charlie ist, sage ich, zum Wohl und nehme direkt aus der Flasche. Ja. So, und dann habe ich wirklich so gedacht, der Rotwein, der schmeckt mir jetzt nicht so, der ist ein bisschen säuerlich. Und so. Und dann irgendwann. Oh, was ist jetzt da gewesen? Schütte ich um. Und dann ist es Weisswein. Ah, krass. Es ist einfach Weisswein gesehen. Okay. Und einfach in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es Weisswein ist, habe ich gefunden, boah, also für ein Weisswein ist es mega gut. Ja, voll. So lege. Aber bei mir ist da im Fall genau, also nicht genau das Gleiche, aber auch so. Im gleichen, also psychologischen Aspekt, wie du jetzt erzählt hast. Und zwar habe ich eine Cola getrunken, habe das Cola leer gehabt, habe dann in das Cola, weil ich kein zu faul war, um ein Glas zu holen, habe ich das Wasser ins Cola reingeleert. Yeah. Dann aber der Tisch leer gsi, oder? Und dann hat jemand das Cola in Kühlschrank gestellt. Am nächsten Tag, ich so, geil, ich habe ja noch Cola, weil ich schon vergessen, dass ich das Wasser reingelegt habe. Trinke und spucke es direkt raus. Weil mein Kopf hat sich natürlich vorgestellt, dass jetzt da in Cola ist. Ja. Es war aber nur Wasser gewesen und Wasser spuckst du ja nicht einfach so raus. Und mein Hirn hat gerade so geschaltet, das kann nicht Cola sein. Also weißt du... Gift. Ich werde vergiftet. Der Putin hat es in den Kühlschrank gestellt. Nein, aber das ist so lustig, das ist so krass, was du dir alles kannst vorstellen kannst. Yeah. Oder auch das Phänomen, zum Beispiel Horrorfilm. Mhm. Horrorfilm, schaust du allein? Oder schaust du... Das sind eh Psychos, die allein Horrorfilme schauen, aber... Du hast nie allein Horrorfilm geschaut? Also weißt du, ich schaue nicht so gerne Horrorfilme. Yeah. Weil es ist mir nicht zu fern von der Realität. Darum eben so Serienmörder, das ist für mich eher Horror. Weil es halt wirklich passiert ist. Aber so Geister und so Zeug, so Kinder, die da oft ist, das macht mir nicht so Angst. Bin ich relativ easy. Aber du stellst dir dann immer alles vor, du siehst dann auf das Mal einen Schatten, wo den Dach, weißt du, so, das ist spannend. Es ist ja das beste Medium, eben genau für Horrorfilme. Ich behaupte, ein Theaterstück kannst nicht so in einen Horror verpacken wie einen Film. Weil du kannst ja eben viel mehr spielen mit den Sachen, die nicht neu sind. Ja, voll, ja, das stimmt. Wo eben, vielleicht solltest du etwas hören, aber du hörst es nicht. Du siehst dann irgendwie, du meinst, du hast etwas gesehen. Ja. Es ist eben noch ein kleiner Soundeffekt gesehen, der schon gelangt hat, um dir die Einbildung zu geben, dass etwas passiert. Ja. Und darum ist das Medium Film für Horror ist natürlich perfekt. Das stimmt. Weil ein Beziehungsdrama sehe ich lieber als Theaterstück, weil sich dort etwas aufbaut mit der Zeit. Oder? Absolut. Wo ein Film eher kaputt kann machen, weil du dann so daraus rausgehst. Weil du findest, das ist ja nur ein Film. Oder? Ja. Und das ist schon recht krass. Und die Psychologie von eben so Serienmördern und so Zeugs. Ich habe in einem Hotel in Gstaad haben wir mal Dings aufgenommen, wie heisst es, Promi-Griller. Ja. Und das war auf dem Wochenende gesehen. Im Juni. Also wer geht im Juni auf Gstaad? Hauptsächlich so Kongress und so Treffen. Ja. Weil an diesem Wochenende hat es genau zwei andere Sachen gehabt. Es hat Aston Martin
DB9, gibt es den? Oder 7? DB7, ja. Aston Martin DB7 Treffen. DB9 gibt es, glaube ich, auch, aber ja. Ah, eins von beiden. Ja. Und du hast einfach auf dem Parkplatz hast du etwa 30 Mal, ja, der DB7 ist, glaube ich, gesehen. Hast du 30 Mal den gleichen Aston Martin gehabt, ja, aber halt in einer anderen Farbe, ja, mal ein bisschen anders dingselt. Und zwar haben sich die auch getroffen für so einen Aston Martin-Treff. Ja. Und das andere ist gesehen, Psychologen-Kongress. Ah, okay. Nein, Psychologen aus aller Welt haben sich dort getroffen. Ja. Und wir Idioten, die gefilmt haben. Oder? Und am ersten Abend habe ich mit irgendeinem Holländer, ich weiß nicht mehr davon, ich bin mega dicht gesehen, aber habe ich so 3 Stunden das geilste Gespräch von meinem Leben gehabt. Ja. Und habe ihm so gesagt, Alter, kannst du nicht in die Schweiz kommen, ich würde jede Woche zu dir kommen, ja, und mit dir schwätzen, ich würde es mega geil finden. Und am zweiten Abend habe ich einen kennengelernt, der in den USA gefängnispsychologisch für Schwerverbrecher. Ah, geil. Der muss psychologische Gutachten erstellen, ja, okay, für Typen, die irgendwie 37 Menschen umgebracht haben. Ah, krass. Das ist so absurd. Und er hat gesagt, das ist wirklich, also ich habe dann logischerweise ausgefuckt bis zum geht nicht mehr. Ja, ja. Und er hat dann so Sachen erzählt, wo er gesagt hat, du weißt, was der Mensch gemacht hat. Und du bist privat, bist du quasi vorbelastet, aber als Psychologe musst du ja eben jetzt wirklich auf die Gutachten erstellen. Ja, ja. Weil dort geht es ja dann eben zum Teil. Hey! Wie hast du gefunden? Wie hast du gefunden? Fangen mit dem Maul! Hey, ist ins Maul geflogen. Hey, unglaublich. Die letzte. Die letzte. Shit, ey. Das ist jetzt, wie sagt man? Boah, das Gegenteil von einer Geburt, hast du das gesehen? Suizid, Fruchtfliegen. Ich hätte es nicht mehr gesehen. Boah, eben, ja, psychologisches Gutachten für Massenmörder musst du erstellen, oder? Und du musst dann eben, was er auch sagt, du tust dann psychologisch tust du dann Sachen nachvollziehen. Wo, ja, eben, wie du sagst, irgendwie, das Kindheitstrauma ist immer so ein bisschen Klischee, aber es hat schon ein bisschen etwas, dass, ja, halt gewisse Menschen reagieren heftiger auf etwas, mhm, wie andere. Ja, voll. Wo ich immer so das Gefühl hatte, man kann das selber entscheiden, aber wahrscheinlich, mhm, ist es eben auch ein Stück weit Genetik und keine Ahnung, was es, ja, alles ist. Oder? Ja, es hat einfach so eine gewisse, eben so Übersensibilität von einem Menschen kann viel bewirken, wenn du eben so eine schlechte Erfahrung gemacht hast, mhm, in der Kindheit oder, mhm, viele sind ja selber missbraucht worden. Yeah. Serienmörder sind ja, glaube ich, zu 99% oder 98% männlich, muss man ja auch sagen. Mhm. Also gibt sehr selten Frauen, die Serienmörder beginnen, mhm, oder allgemein Mord. Aber Serienmörder sind ja eher männlich und selber oft missbraucht worden in der Kindheit, ja, von irgendeinem Familienmitglied oder sonst irgendjemandem in der näheren Verwandtschaft. Ja. Hast du Dings gesehen? Joker? Joker? Der neue mit, ja, dem Joaquin Phoenix? Ja, ja, sicher, ja. Weil was eben an diesem Film mich so fasziniert hat, ist, wie in der ganz kleinen Schritt, mhm, du als Zuschauer eigentlich alles kannst nachvollziehen. Und dann... Ja, und du dann entwickelst fast ein bisschen Sympathie. Genau. Und findest so, ja, und nach eineinhalb gut, Stunde, dass es abknallt. Oder? Genau, und nach eineinhalb Stunden bist du auf einmal im absoluten Chaos und sagst, oh shit. Voll. Ich habe wie alles unterstützt in meinem Kopf. Weißt du, so, ja, Schritt für Schritt. Ja, ja. Und dann sagst du, Name sehe ich, das, ja, ist passiert, voll, das ist passiert, da, 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 da. Und eben, darum, dass die psychologische Auseinandersetzung, die sie gemacht haben in diesem Film, finde ich so massiv, ja, geil. Plus ist schon ein Stand-up-Comedian. Das ist schon das Schlimmste. Dann ist eh voll der geil sich. Und hat eh voll der Schaden. Weil anders geht es ja nicht. Und dann erklären sie noch, warum er den Schaden hat. Aber das habe ich dort richtig krass gefunden. Wirft so, im Kleinen kriegst du jeden Schritt mit, ja, und irgendwann bist du im Großen und sagst, oh, ja, das ist jetzt passiert. Ja, voll. Und das macht ja zum Beispiel, kennst du Darren Brown? Darren Brown. Das hört man eigentlich. Eigentlich ist er Magier. Ja, ja, und Gedankenleser und solche, ja, Sachen. Und sein Stick ist aber, dass er immer sagt, er würde eben nur Tricks machen eigentlich. Mhm. Also er behauptet nie, ich kann wirklich Gedanken lesen. Okay. Oder ich kann wirklich schweben oder was auch immer. Ja, ja. Sondern, okay, er sagt, das ist immer alles eben psychologisch, das sind Tricks. Ja. So. Ja. Und
er macht mega geile TV-Specials immer. Also für mich so, Fernsehen ist zum grossen Teil für dem seine Specials erfunden worden. Ja. Das Neueste ist auf Netflix, das ist nicht so geil, weil es ist sehr einseitig. Aber der hat, weißt, der hat schon Leute dazu gebracht, eben, dass sie quasi meinen, sie bringen jemanden um. Oder dass sie meinen, sie haben jemanden umgebracht. So, also, ja, aber hey, es geht auch so in die Hypnose rein, wahrscheinlich. Genau, zum Beispiel das hat x Preise gewonnen in England, Apocalypse hat das geheißen. Ja. Und er probiert eigentlich immer, Menschen besser zu machen. Also er nimmt meistens einen Typ, der irgendwie nicht so eine geile Sicht ist im Moment. Okay. So, zum Beispiel der ist mega auf sich selber konzentriert gesehen, eigentlich narzisstisch. Ja. Und da nimmt er dann quasi raus aus dieser Geschichte und setzt ihn mit Hypnose, bla bla bla, setzt ihn in eine Welt rein, wo die Apokalypse ist. Und der andere meint dann, das sind wirklich Zombies und dann muss er auf ein kleines Mädchen aufpassen. Ja. Und dann haben sie wirklich eine ganze Geschichte geschrieben. Da, also das ist jetzt ein sehr fake Bild von Darren Brown. Und dort siehst du den Typ da. Und dann ist rausgekommen, dass das wahrscheinlich ein Schauspieler ist. Aber es ist oft mega geil gemacht, oder? Ach, aber wie lange lädt er denn dir so in dem Glauben? Ja, irgendwie 2 Wochen. Nein, ich weiß doch nicht, wie lange es ist. Er hat es Stück für Stück hat es aufgebaut, von wegen, sie haben sein Handy gehackt und haben dort News drauf da, das dass ein Meteor könnt einschlagen könnte. und wahrscheinlich Alter! Auf jeden Fall! Eine Sendung, die er gemacht hat, ist so gesehen, dass er eine Gameshow moderiert. Und er hat wirklich Leute im Publikum, die Zuschauer sind. Und dann sagt er so, hey, wir haben jetzt mit versteckter Kamera, filmen wir die Person, dort und dort. Okay. Und die können immer entscheiden, was wir mit der machen. Ja. So, und dann ist es wirklich so, wenn dir... dass die Person jetzt einen Blumenstrauß kriegt oder dass ihr einen Köbel Wasser auf den Grind geht. Also keine Ahnung was, oder? Ja. Und dann tun die Leute immer abstimmen und sie haben alle so Masken angehabt, damit sie quasi anonym sind, oder? Und dann haben sie Remote Control, hat das genannt, genau. Und dann haben sie können abstimmen und sie haben natürlich immer das Schlimme genommen. Aha. Und er hat es immer wie mehr eskalieren lassen, bis am Schluss die Person vermeintlich stirbt. Scheit, Alter. Und dann steht er drauf zu dort und hält seinen Monolog am Schluss und sagt, dir als Gruppe habt dafür gesorgt, dass das passiert, good night. Und dann läuft er weg. So. Und das ist ja das alte Psychologending, wie hat der Forscher geheißen, der Professor, wo die Tests gemacht hat mit Menschen, wo sie quasi Stromschläge verpasst haben. Und dann haben sie immer wie Das Milgram-Experiment. Milgram, danke schön. Milgram. Also, und er hat eigentlich das Milgram-Experiment genommen und hat das auf eine Game-Show umgeändert. Shit. Ja, das Milgram ist auch krass. Ich schick dir mal den Link zu dieser Show, weil diese Sendung ist crazy. Weil einfach, die sind alle so... Aber da ist eben, da siehst du eben, wie der Mensch wieder... Ja, aber, ja. Ja, die sind halt alle so in ihrem Film und finden so, ich allein, komm, ist doch jetzt egal. Ist auch ein bisschen, meiner Meinung nach, immer noch, warum Trump gewählt worden ist. Weil Menschen irgendwann in der Booth gestanden sind und dann so gefunden haben, komm jetzt einmal, ich drücke jetzt einfach mal Trump, ich finde es lustig. So. Kann schon sein, ja. Und dann auf einmal merkst du, es sind ein paar gewesen. Ja gut, da ist noch süss irgendwie ein Phänomen dahinter. Also da siehst du auch jetzt immer mehr, in dieser Corona-Zeit ist ja da völlig explodiert mit diesen ganzen Verschwörungen und QAnon-Müll und... QAnon ist faszinierend. Ist unglaublich! Also es ist wirklich unglaublich. Hast du den Spiegel-TV-Bericht gesehen, wo sie irgendwie auf Berlin gehen und haben eben so eine Demo? Jesus! Ja, das ist Also da kannst du wirklich nicht, also unglaublich. Ich habe mir überlegt, der Quatsch Comedy Club muss vielleicht ein neues Logo machen. Aber weißt, weil wenn ich jetzt ein Selfie poste mit so einer grossen Kuh, dann fühle ich mich ein bisschen dumm. Also finde, nein, lieber nicht. Oder wenn du auf einmal mega viele Leute hast, die an dein Solo kommen, dann machst du so komische, denkst, ah, okay, gut.
Ja gut, Spiegel TV geht 17 Minuten, also das musst du nicht jetzt schauen, aber gib's doch mal, es ist crazy. Ja, es ist und zwar, weißt du, es ist immer die gleiche Geschichte, nämlich der Journalist fragt den Vogue und sie sind dann so, ja allein, dass du das fragst, zeigt schon, ja. Du hast keinen Plan und schau doch selber mal nach, du bist doch der Journalist, du sollst doch herausfinden. Also. Aber da sind wir auch wieder bei der Psychologie, wie beeinflussbar wir eigentlich sind, wenn du überlegst, dass es Leute gibt, die an die Flacherde-Theorie glauben. Und wir sogar noch so Leute kennen. Und du denkst einfach, also wie? Ja. Ich check's nicht. Und jetzt habe ich eine gute Doku gesehen, kann ich dir empfehlen, Social Media heisst sie, glaube ich, auf Netflix. Ich glaube, der Frank hat mir den Link geschickt, der ist erst crazy. Seit kurzem draussen und dort befragen sie eben so ausgestiegene Twitter-CEOs, Facebook-CEOs oder einfach so CEO von diesen Abteilungen. Und die sind alle ausgestiegen, weil sie so gesagt haben, wir haben so etwas erschaffen, wo ich es am Anfang cool gefunden, aber es nimmt so Ausmaß an mit der künstlichen Intelligenz und so, wo ich muss sagen, es ist völlig crazy und auch die ganze Flacherde-Theorie ist nur entstanden durch den Algorithmus, weil du hast zuerst irgendwie 100 Leute gehabt in dieser Gruppe und wenn du da geklickt hast, ist es automatisch weitergekommen und die künstliche Intelligenz ist nicht so intelligent, dass sie weiss, was zum Beispiel eine flache Erde ist, sondern sie schlägt nur die Gruppe vor, wo viele Leute drin sind und du hast jetzt mal zum Beispiel etwas angeklickt und du kommst automatisch den Link über zu dieser Gruppe und so ist es viel einfacher und dann lässt du dich halt automatisch rein und dann fängst du an den Scheiß glauben und dann bist du drin, weißt du? Ja, ich kenn's. Das ist Psychologie, das ist Marketing, ist auch alles Psychologie. Ich kenn's von mir von früher noch. Und lustigerweise, das sind ja dann die so eben Verschwörungstheorien, wo immer noch Bestand haben. Weißt du, wo ich dann so finde, ich denke immer noch, die Amis haben 9-11 selber gemacht. Ja, voll. Weißt? Und zwar gut, das ist die Theorie, wo wahrscheinlich am meisten eben, so... Die ist wahrscheinlich noch am nächsten dran, aber ich weiss noch, wo ich das Gefühl von Aufregung, weißt, wo ich dann eben so wie Beweis gekriegt habe dafür. Schau da, beim Pentagon fällt das Bild, wo es wirklich der Impact ist. Du denkst, du bist selber schauen, du hast das selber recherchiert. Genau. Und du denkst, du bist so besser als der. Ja. Und darum, das Gefühl, das kenne ich, sehr wohl. Genau da haben sie aber auch gesagt, dass Dopamin wird ausgeschüttet, weil du den Reiz hast am Erfolg, dass du da gefunden hast. Ja. So wie wenn du ein Like überkommst, schüttet dein Körper Dopamin aus, Glücksgefühl, und du willst immer mehr, genau. Du probierst, wie komme ich auf den nächsten Like, Und darum gehst du dann eben immer wieder rein, und ich finde zum Beispiel, was ich Weltklasse finde, ist immer noch das ganze Eidechsen-Menschen. Das ist so geil. Ja, also das ist... Das ist wirklich so, der Justin Bieber hat sich an einem Flughafen in Kanada, hat er sich, ich glaube Montreal oder so, hat er sich so kurz in eine Eidechse verwandelt und 200 Fans haben es gesehen, aber der Security-Typ von Justin Bieber hat dann gesagt, wenn irgendjemand von euch ein Foto oder Video postet, dann sterbt ihr. Und darum haben sie es nie gemacht. Und das ist geil, weil einfach, je nachdem, wer du fragst, sind es immer die anderen. Also zum Beispiel, wenn du die einen fragst, ist der Trump a lizard people, aber wenn du die anderen fragst, ist Hillary. Mir regt es einfach auf, weil das sind so zum Teil einfach arme Menschen. Die tun mir so leid. Weißt? Und das grösste Argument, wenn sie gar nichts mehr haben, sagen sie, wir sind einfach offen. Ja, genau. Wir sind einfach offen für Neues. Ja, aber nicht für so Scheiß, Alter. Das Problem ist, es gibt viele Junge, es gibt mittlerweile auch so Vorbilder, wo so in dem Scheiß drin sind. Und da denke ich mir, Alter, du hast eine Verantwortung gegenüber von jungen Leuten. Ja. Du musst irgendetwas darstellen, du musst irgendwie dazu irgendwo eine Meinung haben zu etwas und da ist das, was du vermittelst. Ich finde auch immer, man kann auch keine Meinung haben. Also ich finde, man muss nicht zu allem und jedem immer eine Meinung haben. Aber eben, wenn du eine hast, dann musst du aber aufpassen. Dann musst du eben sehr bewusst sein, was du damit anstellst, sozusagen. Ja. Gut, ich finde immer, Leute, die gar keine Meinung haben, da finde ich ein bisschen,
zum Beispiel Roger Federer ist so der Klassiker. Mhm. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, ist mega gut eigentlich, weil er mischt sich politisch nirgends ein. Mhm. Er hat irgendwie zu nichts eine Meinung. Mhm. Und dann ist es aber irgendwie auch schade, weil er kann mit seiner Reichweite, mit seinem Status so viel Gutes bewirken und so viele Leute auf eine Seite ziehen, wo dann noch mehr gute Sachen bewirken. Mhm. Aber er macht es in dem Sinne. Gut, wie viel das so halt spendet und so. Eben, also, da muss man dann auch noch ein bisschen die Relation setzen. Aber er hat tatsächlich, das ist ja auch so ein bisschen das Ding gesehen, dass, wo die Leute gefunden haben, wow, der Roger Federer meldet sich mal eben zu etwas Gesellschaftlichem. Ja, bei Corona, wegen dem Lockdown. Aber auch nur, weil er aufgefordert worden ist, weil sonst hätte er wahrscheinlich nichts mehr gesagt, weil dann ist der Druck vom Bundesrat gekommen. Genau. Weil sonst hätte er wahrscheinlich zu dem auch nichts mehr nichts gesagt. Und das ist ja zum Beispiel, ich verstand ein bisschen beide Seiten. Das ist ja zum Beispiel bei Michael Jordan, hat man ja auch in der Dokumentation gesehen, ihm ist das ja immer vorgeworfen worden, dass er eben seine Position nicht ausnutzt, um irgendwie etwas Politisches zu bewirken. Und hat ja unter anderem Senator ist gesehen, oder Senator, zum Sieg verholfen, weil er eben nicht sich gegen den ausgesprochen hat. Und das ist ein erzkonservativer Republikaner gesehen. Ja, voll. Und hat noch einen Spruch gemacht, von wegen, auch Republikaner kaufen meine Schuhe. Ja, voll, genau, oder? Stimmt. Und mittlerweile setzt er sich aber auch mega ein, weil er es auch gecheckt hat. Ja. Und hat jetzt zum Beispiel auch wegen der Black Lives Matter wegen dem Streik eigentlich, wo in der NBA war, ist auch auf der Seite der Spieler gesehen. Ja, voll. Also dort hat sich schon einiges da. Und ich verstand aber wie beide Seiten, weil manchmal willst du ja nicht so eine Verantwortung haben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Weil du sagst ja, schau, ich mache meinen Sport und ich bin kein Politiker, sondern ich muss Körbe werfen oder Bälle schlagen oder reinmachen oder auch immer. Und es ist nicht meine Verantwortung, mich in die Politik einzumischen. Weil es ist ja auch ein Druck, den dir dann gegeben wird. Ja, du weißt, du könntest da zum Beispiel entscheiden. Mhm. Das stimmt schon, ja, muss ich auch sagen. Aber und das ist das, was ich dann immer so ein bisschen auf der anderen Seite sehe. Weißt du, wo ich so denke, wenn ich jetzt mega bekannt wäre und so etwas könnte bewirken. Es ist schwierig, weil eben die Verantwortung und vor allem schwärzt dir dann irgendwie jemand so ein bisschen eben einen Floh in so an und sagt so, hey, das und das. Und du tust es vielleicht nicht mega genau hinterfragen und auf einmal hast du irgendeine Meinung von dir gegeben, die nur so halb, ich kenne es von mir, ich kann mich sicher sehr gut beeinflussen lassen, weißt du? Ja, voll. Nein, ich verstehe es schon auch, aber ich denke, du könntest jetzt schon, also wir können schon, wenn man gewisse Bekanntheitsstatus hat, ja, eben, wenn er jetzt spendet, Millionen spendet, hat er in dem Sinne ja auch geholfen. Klar. Aber ob er den da macht, weiß ja, oder ob es den da macht, weiß man ja dann auch nicht. Aber ich denke schon, dass. Gut, also Match for Africa würde, glaube ich, auskommen, wenn das Geld wird veruntreut werden. Ja, gut. Aber ich weiß, was du meinst, weil es geht ja auf die andere Seite. Genauso eben die Verantwortung auf die andere Seite zu haben, dass du eben irgendwie unrecherchierte Bullshit von dir los. Ja, und dann sagst du einfach, du. Und Menschen sich dann auch bestätigt fühlen. Ja. Einer, der checkt. Ich meine, es ist ja leider, ich bin ja verreckt von Lachen, ab denen Xavier Naidoo-Videos. Ja. Und dann schaue ich sie aber ein zweites Mal und denke so, ach fuck, das ist ja eigentlich wirklich auf der Tragödie. Ja, das ist eine Tragödie. Dass der Tod ernst erzählt, wie irgendwelches Adrenochrom gespritzt wird und das ist unglaublich. Auch da mit dem Chip, da habe ich letztes Jahr geschaut, wir sind ja immer so Angst, dass du bei der Impfung gechippt wirst. Mhm. Aber schlussendlich führt ja irgendwie alles zu so einem pädophilen Ring, wo eben der Adrenochrom verkauft wird und so weiter. Pizzagate. Genau, wo ja auch in dieser Social Media Sache kommt, in dieser Doku kommt eben Pizzagate auch wird auch aufgezeigt. Mhm. Und sie sagen, da hat einer bewaffnet die Pizzeria stürmen. Weil quasi pro Pizza, die verkauft wird, du hast so können Oliven. Oliven hat so zum Beispiel ein Codewort gehabt, zum Beispiel, ich will ein Kind mit schwarzen Augen oder Ananas ist ein blondes Kind oder so, weißt du? Jesus. Und dann hat es geheißen, dass du je nachdem, wie du deine Pizza zusammenstellst, bestellst du in dem Sinn dir ein Kind,
über die Pizza, quasi jede Pizza hat einen Code gehabt, irgendwie so. Und, weißt, so viel, und dann hat einer wollen bewaffnet den Keller von dieser Pizzeria stürmen und es hat nicht einmal einen Keller gehabt. Also weißt du. Und da denke ich, da muss man halt, ja, keine Ahnung, da musst du einfach ein bisschen aufpassen, was du rauslässt oder yeah. In welches Loch du da dich... Weil ich habe mir einmal gedacht, so komm, jetzt würde ich mal ein bisschen, ich bin ja auch sehr neugierig, jetzt würde ich mal einfach ein bisschen wissen, wo da anführt. Mhm. Aber wenn du als normal denkender Mensch, der ein bisschen, ich sage jetzt mal, Intelligenz hat, du merkst ziemlich schnell, dass du da, wenn du in der sie redet ja immer von dem Rabbit Hole. Genau. Rabbit Hole. Du kannst da selber gar nicht nachforschen, weil es ist, es fängt das Problem, es fängt so weit vorne an. Yeah. Du musst dich so gut auskennen, dass du jeden einzelnen Standpunkt, jede Person, die dazu betroffen ist, müsstest du nachgoogeln. Mhm. Und du weißt ja dann selber nicht, ist die Information richtig oder falsch. Yeah, yeah. Du gehst ja dann einfach davon aus, dass das Schlimme richtig ist. Mhm. Und gehst dann, okay, er hat jetzt das gemacht, mhm. er ist ein Pädophile. Ich schaue mir, was hat er vorher gemacht, mhm. okay, das und das. Mhm. Und dann kommst du irgendwie zu einem Punkt, wo du wie nicht weiterkommst. Aber du hast kein Wissen. Das Wissen besteht einfach aus dem, was du selber rausgesucht hast. Yeah. Und du gehst selber von dem aus. Ja, du kannst das ja, ist du selber kannst nicht wahr. Du kannst ja deine Wünsche und dein Narrativ kannst ja immer unterstützen. Mit das allem. Kann. Ja. Und zwar, das merke ich ja, weil ich gebe mir wirklich Mühe, dass es nicht mehr so extrem ist. Aber ich bin früher noch extremer und jetzt immer noch ein bisschen so rechthaberisch. Oder? Ja. Und manchmal wollte ich dann einfach... Irgendwie schaltet mein Hirn aus. Es ist mir dann wie egal, ich will einfach Recht haben. Ja. Und logischerweise, egal was die Behauptung ist. Irgendwann findest du immer etwas. Ja. Egal was die Behauptung ist, wenn du sagst, nein, das stimmt nicht, sage ich doch. Und glaub mir, ich muss vielleicht auf Seite 3 von Google. Aber ich finde irgendeinen Drecksartikel, der bestätigt, was ich behaupte. In dieser Zeit suchst du aber bei dir und sagst, aber schau da. Und natürlich, das ist ja genau das große Problem, natürlich darfst du nicht oft alles für bare Münze nehmen, auch im normalen Leben nicht, weil genauso wie Studien tue ich immer mit Vorsicht genießen, weil hat sich ja auch herausgestellt, natürlich werden oft irgendwelche Leute gezahlt, um dann eben genau das Studienergebnis und Forschungsergebnis zu kriegen, wo die große Firma will, damit sie das wieder besser kann pushen. Das fängt mit so Scheiß wie Zucker an. Ja, ja. Auf der Zuckerindustrie halt eben irgendein Forscher sagt dann, Zucker ist gesund wegen dem und dem. Und so weiter und so fort. Also logischerweise gibt es Sachen, wo man ein Stück weit verarscht wird. Ja, ja. Aber es gibt dann halt Sachen, wo eben, genauso wie das Ping-Pong, wo einfach, wenn es nicht ein Ping-Pong ist, sondern immer nur Ping, zum noch Schlimmeren und noch Schlimmeren und noch Schlimmeren, dann hast du eben das Rabbit Hole. Das ist so. Und dann kannst du, glaube ich, auch nicht mehr das wirklich hinterfragen. Ja, weil einfach, wie absurd ist der Gedanke, dass Menschen sich in Eidechsen verwandeln und wieder zurück und dass die mächtigen Leute von der Welt sind. Ja, ja. Weil das ist damals die geile Geschichte gesehen. Jetzt ist die geile Geschichte aber irgendwie der Ring. Und natürlich ist dann so eine Epstein, wo sicher nicht alles so passiert ist. Ja. Gut, das ist einfach ein, wie es behauptet wird. Ein Arschloch gewesen, wo zu viel Geld hatte, genau. Muss man einfach auch sagen. Aber der Adrenochrom, die Geschichte, dass Hollywood-Stars da nehmen, zum länger leben und so. Also die sterben ja auch. Also weißt du, die sterben ja zum Teil früher noch. Vor allem sind sie ja immer richtig, richtig offensichtlich operiert. Und das ist nicht Adrenochrom. Das ist einfach Dr. So-and-so in Beverly Hills, oder? Ja, zum Glück hat Gesellschaft, weißt du, Gesellschaftsbild sagt, dass da noch OPs sind, weil wenn es jetzt wirklich Adrenochrom wäre, würden alle jungen Mädchen auf den Zug aufspringen und... Nein, es ist... Meinst du, findest du im Dark Web irgendwie so Ampullen von Adrenochrom? Irgendeiner hat sicher... Christoph, such mal! Ja, das ist auch so ein Phänomen, so Dark Web, finde ich auch relativ spannend. Das ist crazy. Jesus. Dort habe ich mal eine Netflix-Doku angeschaut. Ja, hat es mal gegeben. Ja. Darknet hat es sogar geheißen. Und dort habe ich, glaube ich, nach Folge 4 oder so, habe ich mir so aufhören. Mhm.
Weil dort habe ich gemerkt, eben das tut mir dann nicht gut. Ja, ja. Also wir haben einen Feel-Good-Podcast. Ja. Und ich glaube, manchmal, statt dass man Sachen macht, wo man sich gut fühlt, ist es zum Teil fast wichtiger, dass man sich bewusst ist, was macht man, damit man sich nicht gut fühlt. Und das zum Teil auszumerzen. Nicht blind dem Gegenüber zu sein, aber halt einfach irgendwann kommt die Erkenntnis, wenn ich jetzt nochmal so eine Folge schaue, das wird mir jetzt nicht helfen. Ja, ja, voll. So. Und wir leben eigentlich auch in einer recht abgefuckten Welt. Absolut. Wenn du's denkst. Absolut. Also weißt, jeder probiert so sein Bestes, also es ist das Beste daraus, aus seinem Leben zu machen, aber es gibt wirklich auch Leute, die völlig abdriften und eben, sagen wir nur, das ist die Pädophilenring, das ist etwas, für mich selber ist das auch etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Weißt du, dass irgendwie ein erwachsener Mann ein Kind anziehend findet und dann so weit geht, dass es da braucht und ja, klar. Missbraucht, weißt du? Das ist etwas in dem Sinn vom Schlimmsten, was es gibt, für mich selber auch. Aber man muss da nicht vermischen mit Adrenochrom oder mit Swiss irgendetwas. Nein, aber das ist eben bei dem Dark Web ist ein Volk gesehen, wie irgendwie in den Philippinen. Ja, ich weiß, das ist krass. Die Eltern, halt die Kinder sogar vor die Kamera dienen, weil sie mehr Geld verdienen damit und so. Und das ist wirklich auf so, Jesus. Das ist richtig krass. Das ist mir wirklich schlecht geworden. Ja, da habe ich eben auch gesehen. Und da habe ich eben gefunden. Das andere ist auf so ein bisschen fucked up, irgendwie, die eine Fernbeziehung haben. Ah, ja. Die haben eine Fernbeziehung und sie ist seine, wie nennt man das, Meisterin, Herrin. Und er ist ihr Sklave. Ja, genau. Aber sie haben eine Fernbeziehung. Ja, voll. Das heisst, wenn sie irgendwann eine SMS schreibt und er ist irgendwie im Büro, dann muss er jetzt die Keuschheitsgürtel irgendwie go abziehen auf der Schisse. Ja, voll. Das ist so, wirklich. Das ist echt crazy. Und dann hat es noch einen in Asien, der hat eine digitale Freundin. So auf dem Nintendo DS. Hast du die Folge auch gesehen? Der geht mit der in den Park und so. Und sie schafft. Ja, das ist halt auf der virtuellen. Ja. So, und das ist wirklich seine Freundin. Okay. Und seine Mutter findet es nicht so toll. Und so. Also, es gibt extrem viel fucked up Scheiße. Ja, es ist, aber dort durch finde ich eben wiederum. Dort bin ich eben wieder so offen, dass ich muss sagen, weißt du, wieso nicht? Also, weißt du, wenn du verletzt niemanden. Absolut. Leben und leben lassen. Ja, voll. Sozusagen. Dort durch muss ich sagen, ja, also, weißt du, wenn dir da hilft und in Asien. Ist ja eines der grössten Probleme, was Einsamkeit anbelangt. Also Asiaten sind ja extrem einsame Menschen. Und da wird ja dort mega gefördert durch die Gesellschaft, weil es so einen Klassenunterschied gibt und du wirklich, ich sage mal, als Bauern wirklich nichts, aber gar nichts wert bist und zu nichts kommst, nichts erreichst und in dem Sinn auch allein stirbst. Oder du schaffst für deine Familie und auch durch das ganze Internet und so. Es gibt auch in Südkorea oder in Südkorea gibt es Jugendliche, da gibt's, das sind Gamer, die sind den ganzen Tag am Gamen und da ist ein 24-Stunden-Shop, der ist immer offen, also so ein Internet-Café und dort spielen sie einmal. Und die spielen so lange, bis Essen und Trinken vergessen. Und dann sterben. Also der Inhaber von dem Shop hat gesagt, ja, es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass da einfach einer gestorben ist, weil er vergessen hat zu essen und zu trinken. Nein. Und es ist eben so, du kannst gut duschen, du kommst, glaube ich, irgendwie noch sogar Essen über. Irgendwie, glaube ich, so einmal am Tag. Dafür musst du irgendwie etwas zahlen, aber kommst noch zu essen über und einen Platz an dem Server. Und die sind so lange an dem PC, bis sie gestorben sind. Sie haben vergessen, essen und trinken. Und du wirst natürlich nicht darauf hingewiesen, hey, ess jetzt mal etwas, sondern ist auf Eigenverantwortung. Das finde ich so krass. Das ist eben das Krasse eben an der Gesellschaft, dass gewisse Leute einfach. Shit. Eben, dass man in Klasse. Man denkt eh schon in Klasse, aber man muss nicht wahrhaben. Aber in der Schweiz ist es jetzt einigermaßen noch human, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl auch da schon immer wieder Unterschied siehst. Aber eben. Das ist krass. Aber weißt du, der Mensch ist wahrscheinlich das einzige Lebewesen auf der Erde, wo vergisst zu essen. Ich meine, wie kannst du vergessen zu essen? Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, muss ich sagen. Eben, aber das finde ich so krass, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie der
Mufasa oder so, ja, an einem Tag einfach so alles macht, was er immer macht, irgendwie, ja, weißt du? In der. Aha, meinst du, weil wir so privilegiert sind, dass wir eigentlich das Essen können vergessen können? Ja, dann andere haben einfach nichts und müssen eigentlich essen. Ich weiß doch auch nicht, wenn der Löwe in der Savanne einfach so an die Tage so, oh shit, ich habe vergessen zu essen heute. Ja. Das kann man nicht vorstellen. Ja. Also, bist du wirklich nur der Mensch, der sich ablenken lässt, der irgendwie zu viel schafft, wo irgendwie. Ja, sich mit etwas so intensiv beschäftigt, dass einfach der natürliche Ablauf von ich muss mir jetzt die Nahrung reinschaufeln. Ja, vor allem auch, weil sie wahrscheinlich so, eben so zugänglich ist. Du musst sie ja gar nicht mehr organisieren. Ja. Du kannst ja konstant das stimmt, immer ja. Du kannst alles sagen, ja, in 10 Minuten habe ich eine Pizza bei genau. mir. Genau, das ist ja wie heisst es? Ronny Chang, hast du das Netflix-Special gesehen? Nein, der hat mich gar nicht interessiert. Der hat aber als erster Bit geht es um Amazon und wie du dir alles kannst bestellen. Ja. Und er zieht es dann halt weiter, von wegen irgendwann gibt es einfach so quasi Amazon Now, jetzt, da. Ja, quasi, aha, du schnippst das, nur aha, mal und okay. Du hast es. Und ah, okay. Weil es muss immer noch mehr und es muss ja. noch mehr. Also das ist mega geil zur Konsumgesellschaft. Also ja. Das ist so... Das ist ein geiles Bit, das musst du mal sagen. Okay, ja, das ist crazy. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Comedy. Jetzt sind wir ein bisschen leicht ausgeschweift. Das ist ja okay, mein Gott. Das gehört ja dazu. Sondern was mich noch interessiert, weil das habe ich nie herausgefunden bis jetzt. Ja. Ich habe gewusst, dass du irgendwie mal über Nacht wieder heimgefahren bist, nach dem Auftritt und so weiter und so fort. Aber wie du angefangen hast? Wie ich angefangen habe? Das ist eigentlich auch relativ spontan entstanden. Hast du früher schon viel Comedy geschaut und ja, Stand-Up? Und Stand-Up, mega viel. Ja. Yeah. Also amerikanisch, also ich bin eigentlich mit so früher Dave Chappelle habe ich so, wo war das, auf LimeWire oder so, da habe ich ein Zeug runtergeladen. Ich weiß gar nicht, wie ich dort auf den gekommen bin. Ich war ja relativ jung gewesen. Und irgendwie habe ich dann, ich glaube sogar auf MTV, ist dann aber später dann irgendwann mal die Chappelle-Show gelaufen. Und da habe ich dann so gefeiert. Und da hat mir so ein bisschen wie so den Humor gegeben. Also wir hatten eher so eine humorvolle Familie und so. Ja. Aber so... Und dein Vater ist echt lustig, muss ich sagen. Ja, mein Vater ist sehr lustig. Er ist auch so wie ich, so recht emotionslos, trocken. Also da nicht von ihm, aber ja, Humor ist auf jeden Fall vorhanden gewesen, aber so die Chappelle-Show, da ist so gewesen, so, da ist so eine Sucht gewesen. Und Mittermeier, mit dem bin ich auch aufgewachsen. Ja. Und ja, sonst habe ich mir so Schweizer Comedy nicht so geschaut, aber dann bin ich halt eher so ein in die amerikanische Szene reingekommen und habe mich dort so ein bisschen interessiert, aber ich habe nie gewusst, dass man das in der Schweiz machen kann. Oder es wird mir nie in den Sinn kommen, um zu sagen, wieso eigentlich nicht mal Stand-Up-Comedy anfangen? Sondern es war ja so, gewesen, dass ich bin über den Gigo, war ja vorher Rapper gewesen, und er ist ja von St. Gallen, ich habe immer gewusst, er hat Rap gemacht. Und irgendwann im Instagram habe ich ihn gefolgt, oder bin ich ihm gefolgt, aus irgendeinem Grund, weiß auch nicht wieso, weil er so Rapper war, hat mich interessiert. Weil sie ja in dem Sinne so ein bisschen Legendenstatus haben in St. Gallen. Und auf einmal habe ich gesehen, er macht Comedy. Und es ist immer, also er hat immer viel gepostet, es ist relativ schnell gegangen. Und ich so, hey, kann man das in der Schweiz machen? Und dann ist meine Neugier gekommen, dann hat es mich Wunder genommen. Weil bei mir war es immer so, wir haben unter den Kollegen immer mega Witz gerissen und eben Chappelle-Show nachgemacht und die Witz nachgemacht und so mit den Kollegen. Und ihr denkt, ist das lustig, was wir selber auch erzählen oder was wir uns einander erzählen? Ja. Und dann ist das wie aus einer Neugier entstanden. Dann habe ich mal den Kiko angefangen und gesagt, hey, krass, dass du jetzt Comedy machst. Wo kann man denn da machen in der Schweiz? Hast du irgendwie ein paar Tipps, wo du da auftreten? Dann hat er mir das Comedy House vorgeschlagen. Und ich dachte nicht gewusst, was Open Mic oder so ist. Dann hat er mir alles gesagt, da ist eine offene Bühne, da kannst du einfach mal probieren gehen. Und dann habe ich tatsächlich ich glaube Mitte Februar habe ich ihm geschrieben oder Anfang Februar und dann bin ich Anfang März habe ich dann relativ schnell ein 10-minütiges Set geschrieben und dann bin ich da probieren im Comedy House
Und am 8. März habe ich da mal probiert. Ja. 8. März war das, an einem Donnerstag. In welchem Jahr? 17. Im 2018. 18. Und ja, dann habe ich das einfach mal probiert. Ja. Und es war nicht etwas, was ich mir ja vorher hätte vorstellen können. Ganz und gar nicht, weil ich bin nicht der Typ war, der auf einer Bühne ist oder der sich so voll im Mittelpunkt gestellt hat. Mhm. Weil jetzt abseits von Comedy bin ich eher so ein bisschen eben ruhig, zurückhaltend. Ich mache schon gerne Witz, wenn eben mit dir, Cenk und so alle dabei sind, dann kann es schon mal ein bisschen ausarten. Aber sonst bin ich eher ein bisschen ruhiger und das hat mir dann so gefallen. Und ich bin dann auch am gleichen Abend, ich habe mich dann so den Mike Stadelmann, der hat dort mal noch Skontiki als Open Mic gehabt, also er hat Skontiki moderiert. Ich habe dann gefragt, ja, hast du Lust, ich glaube irgendwie nächste Woche ist am Montag oder am Dienstag nochmal Open Mic. Und dann habe ich gedacht, ja easy. Hat jetzt noch einigermaßen gut geklappt das erste Mal. Und dann ist eben mein Ehrgeiz, hat sich eben mein Ehrgeiz geweckt. Lieber bin ich dann schon ein ehrgeiziger Mensch, weil wenn ich dann etwas anfange, dann würde ich wie sehen, wohin führt das. Hm. Oder wie weit bringe ich es. Ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann bin ich Step by Step by Step, habe ich immer ein neues Material geschrieben. Dann sind mir Ideen gekommen, dann habe ich mir das aufgeschrieben. Ich habe vorher in dem Sinn schon viel geschrieben gehabt, weil ich einfach die Sachen, die ich im Kopf hatte, einfach lustig gefunden habe. Ja. Die haben wir so aufgeschrieben. Einfach so. Ohne irgendwie dabei zu denken, dass ich da jemals performen werde oder dass ich irgendwie auf einer Bühne werde sein oder sonst irgendetwas, sondern einfach das, ja. Ein lustiger Gedanke, wo Gold ich mir, wenn ich so ein Tagebuch habe, ich mir da einfach aufgeschrieben. Mhm. Und von dort habe ich eben relativ, und dann habe ich es eben mal, endlich mal gebraucht. Ich dachte, warte mal, ich habe eigentlich sehr viele Sachen geschrieben. Krass, ja. Und dann habe ich gewusst, weißt du was, die probieren jetzt alles mal aus. Mhm. Weil ich jetzt wollte wissen, ob das wirklich lustig ist, meine Gedankenwelt in dem Sinn. Und dann habe ich immer weiter und weiter gemacht. Und eben die ersten paar Auftritte habe ich ja immer wie neues Material geschrieben. Oder geschrieben, einfach neues Material ausprobiert. Und irgendwie ist es so gut, eben ist irgendwie gut angekommen, meine Art, da ruhige, ist irgendwie wie so etwas Neues gewesen für die Leute. Mega viele sind gekommen, so hey, cool, mega lustig gewesen. Und eben deine ruhige Art, habe ich jetzt so auch noch nie erlebt. Und so langsam reden. Und dann dachte ich, ja, also eben, erstens, da bin ich, oder? Ich kann mich gar nicht verstehen. Und dann habe ich so wie gedacht, ja, vielleicht ist da etwas. Und dann bin ich eben relativ schnell auf Deutschland gegangen. Zum, sowieso der erste, ich also dachte, ja, komm, die Schweiz. Weißt du, in der Schweiz ist vielleicht noch schnell etwas gut. Und dann habe ich da aber in Deutschland probiert, dann bin ich 4 Tage auf Köln gegangen, habe dort Open Mic gespielt und dort war genau der gleiche Fall gewesen. Wie etwas Neues gewesen, alle sind dann zu mir gekommen und gesagt, hey, mega cool, wie lange machst du es schon und so. Mhm. Und dann ist es so wie so eine kleine Bestätigung gewesen. Yeah. Und ab dem Rabbit Punkt, Hole. Dann bin ich im Rabbit Hole gewesen. Dann habe ich mich nicht mehr, aber dann ja, bin ich nicht mehr rausgekommen. Yeah. Und das hat mir eben so viel Spass bereitet. Und das war etwas, was ich nicht gesucht habe. Ich habe in meinem Leben in dem Sinn viel gemacht oder viel probiert. Aber es war nie so etwas dabei gewesen, wo ich muss sagen, okay, mal, da ist etwas, wo ich so bis ans Endstadium ausreizen möchte. Aber Comedy ist jetzt so, da würde ich so weit bringen wie möglich, so erfolgreich betreiben wie möglich. Auch, ich habe auch das Gefühl, dass ich die Chance habe, als Schweizer irgendwie einen neuen Maßstab zu setzen für die, jetzt in unserer Generation, die Jungen, so halt auch in Deutschland. Ich glaube auch viele haben, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen gesagt, aber viele haben auch in dem Sinn, viele haben mir aber auch geschrieben nach dem, so, hey, cool, was du machst, das war vielleicht für dich auch so gewesen, cool, was du machst, wo kann man denn das machen? Und ich habe relativ viel. Konstant, ja. Ja, viel denn dazu gebraucht, um einfach mal anfangen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich jetzt bereue zwar ein paar, weißt du. Vor allem, wenn sie immer das Gleiche machen. Nein, das habe ich konstant. Und es kommt immer darauf an. Und zwar, du merkst dann immer, es gibt so die einen. Es ist lustig, weil ich denke zum Beispiel an jemanden, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt wahrscheinlich 3-4 Jahre her, hat einen von den bekanntesten Comedians in der Schweiz getroffen. Ja.
Stand-Up, wo, zum ihm seine Geschichten zu erzählen, hat dann auch noch mich treffen ja. Und Zeugs und Sachen. Und ich glaube, immer noch nie auf einer Bühne gestanden. Ah, okay. Weißt du, was ich so finde? Mach endlich. Ja gut, das sind eben die Klassiker. Eben so, weißt, immer in der Theorie bleiben, ja, oder? Ja, nein, ich sage, nicht. Und darum schreibe ich mittlerweile, ich helfe jedem Menschen. Also, ja. Ja. Noch so gern. Weil ich finde, das Wichtigste ist, nebst dass man selber keine Comedy betreiben kann, finde ich das Wichtigste, Menschen zu zeigen, dass es Comedy gibt und dass Comedy vielfältig ist und dass für jeden Geschmack etwas gibt. Gerade letzte Woche hat mir eine geschrieben, also nicht mal letzte Woche, doch. Ich weiß es. Was? Ja, die hat Rina. Nein. Nicht. Du meinst Maturaarbeit? Ja, genau. Ja, yeah, nein, genau. Sondern auf Instagram wegen Mini Bites, Dini Bites. Ah, okay. Ist eine Sendung, wo ich mitgemacht habe, und das ist letzte Woche gekommen. Und die hat mir geschrieben, wie toll es gewesen sei, sau lustig und solche Sachen, und sie findet aber Comedy mega blöd. Ja. Comedy mega ist blöd. Nicht ihr Ding. Ah, okay. Und hat sie gesagt, auch wenn ich dich nie wird live sehe, habe ich dir nur sagen, dass du in dieser Sendung mega sympathisch und gut übergekommen bist. So, oder? Und mir hat das Kompliment, hat mich eigentlich einen vierten Dreck interessiert. Ja. So, und ich habe ihr dann gerade geschrieben und gesagt, danke vielmals, aber, bin ich 7a. Was wieso ich, Comedy? Was ich mega schade finde, ist, dass du sagst, Comedy ist nicht für dich. Eben, weil es ist wie Musik, wie Film, ja, Serien, der ganze, alles, was irgendwie etwas Künstlerisches ist, es ist massiv viel rum. Ja. Und es gibt für jeden Geschmack etwas. Das ist so, ja. Aber du musst den Geschmack finden. Und danach hat sie nochmal gesagt, ich sage das jetzt einfach in dem Podcast, jetzt hoffe ich nicht, dass Menschen die ganze Zeit schreiben, ich finde Comedy scheiße. Aber ihr habe ich geschrieben, ich lade dich sogar eine Show ein, zum. Ja, das mache ich auch immer. Zum dich vom Gegenteil zu überzeugen. Voll. Weißt? Ja, vielleicht voll. Ist das ja dann der Geschmack. Ja, genau. Und dann hat sie nochmal geschrieben, vielleicht, ja, sie überlegt sich, sie hat es eben schon ein paar Mal probiert und hat sie so ein paar Beispiele genannt, wo. Weißt du, wo ich dann so gesagt habe. So der Klassiker, so nein, das ist kein Comedy. Wo ich dann so gesagt habe, ja doch, es ist Comedy, aber es ist eine sehr spezifische Art und das ist, ich sage jetzt, ist ein Teil vom Spektrum. Ja. Und ich sage, vielleicht findest du dann eben gleich das toll. Ja, weißt? Cool. Also komm vielleicht mal schauen. Ja. Und das andere ist eben Menschen, wo Comedy selber machen wollen, unterstütze ich auch immer, wenn ich merke, dass sie wirklich auf die Bühne gehen. Ja, das ist bei mir auch so. Was mir richtig auf die Eier geht, und zwar wirklich auf die Eier geht, ja, sind Menschen, wenn du schon mehr darüber geredet hast, auf die Bühne zu stehen, als auf der Bühne zu stehen, ja, dann musst du nicht kommen. Ja. Sondern am besten, du hast schon 20 Auftritte hinter dir. Ja, voll. Und dann schreibst du mal. Das stimmt. Das habe ich auch. Ich, mittlerweile sage ich einfach, es gibt nur eins, du musst einfach anfangen. Ja. Das ist das Einzige, was man bei Stand-Up machen kann, einfach anfangen. Du, weißt, es gibt auch solche, die zuerst ein Buch lesen, How to do Comedy. Mhm. Dann, klar, du kannst lernen, einen Witz zu schreiben, aber ich denke mir, das alles beeinflusst dich schon. Mhm. Dein Stil, wie du willst Geschichte erzählen, wie du willst lustig sein, das alles beeinflusst dich schon, dein Humor beeinflusst dich schon. Fang einfach an. Und bis da, wo du bist wo du willst erzählen. Und wenn es nicht lustig ist, mach es nochmal 10 Mal, das sage ich auch. Beim ersten Mal kann man nichts sagen, weil Comedy kann man, das ist etwas, was man lernen kann. Mhm. Aber, ja, dann musst du selber, rausfinden, nach 10 Mal oder 20 Mal kannst du sagen, okay, das ist nichts für dich, du bist jetzt wirklich 20 Mal gebombt, kann es gehen. Vielleicht bist du ein guter Writer im Hintergrund oder so, weißt du, kann auch sein. Yeah, yeah. Vielleicht ist einfach Delivery schlecht, oder wobei das kann man dann auch lernen. Aber ich sage einfach, da musst du einfach anfangen, mach das Ding, dann wirst du schon merken, ob es etwas für dich ist. Vor allem, ich habe das Gefühl, im Gegensatz, vielleicht tue ich jetzt der Musik unrecht sozusagen, aber ich habe oft das Gefühl, dass man nicht, wenn Musiker schreibt, ich will auch ein Lied schreiben. Wie mache ich das? Mhm.
sondern du probierst es irgendwie aus. Ja. Weißt? Und natürlich, du kannst Theorie lernen, ja. Eben, logischerweise, aber wie viele Beispiele kennen wir von Musikern, die keine Noten können lesen können, die nicht wissen, wie Akkorde heissen, sondern die einfach ein Gespür haben dafür. Ja. Und bei Comedy ist es genau das Gleiche, wo ich so denke, ich kann dir mega gern, und das mache ich auch, ich erkläre dir, wie ich Material erarbeite. Ja. Heißt aber nie im Leben, dass das dein Weg ist zum Materialerarbeiten. Absolut. Weil das, ich meine, das siehst du ja auch, wenn du Mixed Show spielst. Mhm. Es ist ja so unterschiedlich, wie Menschen arbeiten. Weil es ist dein Ding. Du kannst entscheiden, wie du schaffst, oder? Das ist so, Und ich fühle mich wohl mit einer Setliste, wo ich immer irgendwie kann schauen kann, was als nächstes kommt. Ja. Obwohl ich weiß, dass ich es ohne könnte. Ja. Ich fühle mich wohl damit. Es gibt mir irgendwie eine andere Performance, eine andere Freiheit. Lalala. Jemand anders findet, ich spiele die 10 Minuten genau so. Hm. Und dort immer nur die 10 Minuten. Hm. Und dann dort aber dafür die 20 Minuten komplett anders. Ja, und alle sind so unterschiedlich. Ja. In der Erarbeitung, in der Performance. Darum ist es eben immer so, ich kann dir helfen auf deinem Weg, wenn du sagst, ich will das machen und das ist meine Idee, da. Aber du kannst nicht mir einen Text schicken und du bist noch nie auftreten und ich sage dir dann, mach das so. Weil eben, dann habe ich dich ja schon viel zu fest beeinflusst. Ja, ja. Ich helfe dir auf deinem Weg, dass du besser wirst und dass du ein Gespür kriegst dafür. Ja. Und darum verstand ich absolut, dass eben das Ziel ist, Menschen auf diesem Weg zu helfen. Und nicht voll, das stimmt. Bei der Musik ist es aber auch so, als Musiker weißt du, du hast schon ein gewisses Talent. Du weißt, du hast eine gute Stimme. Gut, man meint es. Ja, ein paar meinen es. Aber ein paar sind gute, spielen viele Instrumente, sind mega gute Gitarristen oder Pianisten und so weiter. Und wenn du eine gute Stimme hast, weißt du, du hast ja das Talent schon in dir. Mhm. Du weißt ja schon, okay, ich treffe den Ton, ich kann ein Lied gut nachsingen oder gut. Aber das Talent lustig zu sein, musst du wie durch auf der Bühne sterben, musst du das. Wie sagt man? Die Erfahrung machen. Mhm. Bin ich lustig? Ich weiß es nicht. Das war bei mir auch so gewesen. Eben, darum wollte ich wissen, bin ich lustig für andere? Mhm. Und es hätte auch können sein, dass keine Sau gelacht hat. Und dann hätte ich wahrscheinlich aufgehört. Mhm. Wer weiß. Aber wenn du Musiker bist, du weißt, okay, du hast eine Stimme, bla bla bla. Ja. Aber lustig sein musst du wie so die Erfahrung machen. Und bei vielen hast du ja Menschen, die lustig sind und es dann auf der Bühne noch nicht können sein. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel, der Charlie hat mir erzählt, wie früher seine Freunde immer gesagt haben, ich finde dich privat viel lustiger als auf der Bühne. Ja. Und eben, du lernst dann halt irgendwann Skills, dass du deine Lustigkeit, die du privat hast, auch auf die Bühne kannst bringen. Ja, voll. Weil der Charlie ist jetzt der Lustigste. Ja, fix. Und das ist ja auch oft schon ein grundsätzlich lustiger Mensch. Das stimmt. Aber wie transportierst du das noch? Ja. Dann gibt es andere Menschen, wo ich so denke, also eben wir machen zum Beispiel, wenn wir privat sind, machen wir auch Sprüche und können uns nicht reinschaukeln. Ich merke aber auch bei mir selber, wenn ich zum Teil bei gewissen Leuten eher zurückhaltend bin und wenn ich mich wohlfühle, wie es dann anfängt. Ja, das ist bei mir auch so. Ja. Und das ist zum Beispiel auch immer der Klassiker, wenn jemand fragt, bist du Klassenclown gesehen? Ja. Jein. Weil ich bin nicht auf der gestanden und habe meine Jacke angezündet. Ja, oder was auch immer. Ja, das ist bei mir genau gleich. Also ich weiß auch nicht, wie ich auf die Frage antworten soll. Ja, klar hat man mal etwas Lustiges gesagt, aber bist du denn auch der Klassenclown gewesen? Ja, der Klassenclown ist aber irgendwie der, der das Fenster kaputt macht. Ja, und so ein bisschen der voll Aufmerksamkeit braucht. Ja, und natürlich kann ich die auch wählen, aber ich habe dann eher so zum Beispiel, ich habe dann immer so gedacht, zum Beispiel ein Vortrag, habe ich dann so gedacht, das ist jetzt meine Möglichkeit zu performen. Mm. Weißt du, zum Beispiel. Aha, ja. Und dann habe ich irgendwie im Vortrag, habe ich dann probiert, Jokes einzubauen. Und dann hat er keine Sau gelacht und dann hast du es da, als wäre es kein Joke. Das stimmt, jetzt wo du sagst, das stimmt. Bei den Vorträgen, wenn wir können frei entscheiden, was wir wollen schreiben, habe ich immer etwas Lustiges gemacht. Mhm. Und einmal, ich hatte so einen Lehrer, der ist so, also ich hasse den gehasst. Also ich hasse ihn immer noch. Ich weiß nicht, über mich jemals wird gesehen oder so. Hat er mir mal irgendwie geschrieben, wo es auf seiner Facebook-Seite, du bist von
Basel oder du bist von Oberbüren, wenn? Und dann hat es immer so Insider, Dorf-Insider gehabt, zum Beispiel, wenn du bei Herr bla 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 immer die Schnecken gehört hast, oder weißt du, so mega Insider. Oder? Ja. Und dann hat es geheißen, du bist von Oberbüren, wenn? Und dann hat es auch geheißen, wenn du bist von Oberbüren, wenn du beim Herr da-da-da immer früher noch gewesen bist als der Lehrer selber. Weil er ist immer zu spät gekommen. Und manchmal ist er gar nicht gekommen, weil er einfach keine Ahnung, Alkoholiker war oder so. Und dann habe ich da geschrieben, irgendetwas habe ich dann geschrieben gehabt, auf den Beitrag hin, und dann habe ich irgendetwas so ein bisschen negativ. Und gesagt, ja, das ist auch alles andere als ein Lehrer gewesen. Und dann hat er mir geschrieben, Privatnachricht, ja, warum denn? Schade, dass du das so empfindest. ich habe immer positive Erfahrungen mit meinen Schülern gemacht. Und dann denke ich mir, Alter, du bist der grösste Spasti gewesen, wo es überhaupt gibt auf dem Planeten, du hast Kinder kaputt gemacht. Und das war so tief in mir rein, weil er wirklich. Das war ein Psycho einfach. Yeah. Er hat das Gefühl gehabt, dass er so ein Schulsystem neu erfinden kann, indem er einfach random an einem Tag stellt er dir eine Frage, der ersten Reihe stellt er eine Frage, was ist ein Scharfrichter? Und dann hat er es falsch ausgesprochen und 10 Schüler haben etwas mit Schöf gesagt und alle, die die falsche Antwort falsch hatten, haben ein R für Real bekommen und alle, die richtig hatten, haben ein S für Sek bekommen. Und natürlich, irgendwann hat er es ja nochmal erklärt und dann haben natürlich alle gesagt mit Schöf und die haben ein S bekommen. Und er hat das Gefühl, so am Schluss, er müsse keine Noten mehr geben, sondern anhand von diesen Fragen kann er entscheiden, wer in die Real oder wer in Sek. Weißt du, so völlig so. Wirklich ein richtiger Psycho, ein Alki gewesen. Und der, ich hasse ihn wirklich, ich hasse ihn. Weil das war so wichtig gewesen, weil als kleiner Bub, ich bin so in meiner Freiheit eingeschränkt worden, durch ihn, weil ich bin halt einfach, ich bin so ein halt nicht einer gewesen, der mega viel, ich habe schon viel Seich gemacht. Mhm. Aber er hat so wirklich so seine Lieblingsschüler gehabt und die, die er nicht gern gehabt hat, die hat einfach unterdrückt. Ja. Die hat einfach nicht frei aber machen lassen. Es gibt doch immer so einen Lehrer an einer Schule. Ja, aber das ist mega. Ich habe so einen gehabt. Aber das ist mega gefährlich. Weil natürlich. Du bist als kleines Kind oder als Bub bist du so beeinflussbar. Ja, klar. Und es ist ja wie ein Eltern. Du bist ja mehr bei deinem Lehrer, als dass du bei deinen Eltern bist. Mhm. Und er hat zum Teil auch irgendwie meinen Eltern gesagt, dass ich rauche, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Das ist einfach so Geschichten, die ich musste rechtfertigen von meinen Eltern. Das ist so völlig Psycho. Und eben, dann habe ich dem endlich mal so die Meinung sagen, weil ich nie dazugekommen bin, habe ich geschrieben, Alter, du bist so ein Spasti, Mann. Was hast du geschrieben? Ja, ich habe wirklich so meine Wut, so meine ganze Wut habe ich dort ausgelebt. Weißt? Ja, und dann hat er war immer so ein Künstler gewesen. Er war eigentlich ein guter Musiker gewesen, den hat man müssen lassen. Obwohl er bei Musical oder Music Star bei Leider Nein gekommen ist, weißt du. Er war aber Musiklehrer gewesen, aber er hat gut Instrument gespielt. Er konnte Klavier, können, Gitarre, können singen und so weiter. Wow. Und dann habe ich gedacht, Alter, du bist einfach ein Loser, Mann. Du bist einfach ein Loser, der es irgendwie zu nichts gebracht hat. Dann hast du mir das alles geschrieben und dann hat er nochmal zurückgeschrieben. Und dann hat er eben nichts mehr zurückgeschrieben. Ach, und er so, ja, irgendwie schade oder einfach schade, dass du es so siehst, das ist jetzt deine Erfahrung, bla bla bla. Aber ich denke mir, nein, es ist nicht nur meine Erfahrung, es sind die Erfahrungen von ganz vielen gewesen. Und jetzt bin ich in dem Punkt so weit, dass ich kann sagen, ich habe etwas angerissen, das erfolgreich ist und noch erfolgreicher werden kann. Und er war eben so einer gewesen, er hat immer die Leute so gesagt, du wirst nie etwas. Ja, ja. Weißt du, jetzt gerade so gesagt. So ein Verhinderer. Ja, voll. Ja, ein richtiger Verhinderer. Ja. Und jetzt so, weißt du, irgendwie denkst du eben dann auch wieder an so Sachen zurück. Ja, klar. Und denkst so, Alter, weißt du, so Leute, irgendwie ist auch gut, dass jetzt eben manchmal kommt es ganz anders. Wie es. Ich hatte so einen gehabt. Und zwar, also das ist aber, systematisch ist es schon ein bisschen schwierig gewesen, weil zum Beispiel hat er, ich sage jetzt mal,
Menschen, wir haben irgendwie 5 gehabt, wo in dem Fall Native Speakers gesehen sind. Oder? Ja, okay. Und dann hat er denen konstant, hat er immer Sachsen gegeben. Und zum Teil, weißt du, Native Speaker, zum Teil hätte jemand anders besser Englisch können, ja, als die Person, die halt alle 2 Wochen mal irgendwie mit einem Familienmitglied Englisch redet. Ja. Und die haben auf konstant nie einen Sachsen gekriegt, egal was es gesehen ist. Auf konstant nicht. Okay. So. Und er hat verschiedene Fächer gehabt natürlich. Und im einen hat er mich immer, wenn er den Test korrigiert hat, hat er mich immer noch dissed. Weißt du, und zwar wirklich, hat er immer noch so einen Kommentar dazu geschrieben. Er hat nicht einfach schreiben, falsch. Ja, sondern, cool, sondern irgendwie, wenn ich einen Satz geschrieben habe, wo ich so gefunden habe, das eine Mal ist so gesehen, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin dem Teil der Meinung. Mm. Weil einerseits das, andererseits das, oder? Und dann sage ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin der Teil der Meinung. Und dann schreibt er einfach so als Kommentar so mit Rot, weil du ja auch so gut Fragen 1 bis 5 beantwortet hast. Ausrufezeichen. Alter, das richtige Wichser. Ja. Und die sind sich gar nicht bewusst, was sich zum Teil auslösen können. Und dann ist aber die grosse Genugtuung gesehen, dass dann irgendwann, ich weiss nicht, zweite oder dritte Klasse, hat er auf einmal mich sitzen, weil dann irgendwie halt, dann bist du irgendwie 16. Ja. Und dann kommt er irgendwie so nach der Sommerferien, kommt irgendwie und sagt so, sieh, Joel, kommen Sie schnell. Und ich so, Alter, jetzt aber, da muss mich sitzen. Und dann weiss ich noch, haben wir irgendwann sind wir irgendwie in einem Lager gesehen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, oh, jetzt passiert etwas. Jetzt kommt so der Magic Moment, wo er und ich so wie uns anfühlen, vertragen. Es hat sich angefühlt wie in einem Film, weil er hat eben auch noch Musik auch, hat noch eine Gitarre dabei gehabt und dann hat irgendwie, habe ich irgendwie ein Lied gerade geil gefunden, ich weiß nicht, was es war, irgendeine fucking Ballade. Und dann habe ich so gesagt, können Sie das spielen? Und er hat das gespielt und ich habe dazu gesungen. Und dann habe ich so gedacht, das ist jetzt unser Magic Moment. Weißt, hat er dich aber wieder vollgedienst. 5 Minuten später verwünscht er mich, wenn ich irgendeinen Telefonscherz mache vom Lagertelefon aus, wo du wirklich also in seinen Augen siehst du die Enttäuschung. So. Ich habe gedacht, das ist schon gut und jetzt ist wieder alles am Arsch. Und das Geile ist, weil ich ja vom Gymi geflogen bin, sehr viele Lehrer, die mich dort halt nicht haben mögen, sind jetzt natürlich, wenn sie mich mal nicht mehr sehen, sind sie so übernett und so, ja, übrigens, gell, dann gerade du sie machen. Ja, da eben zwei Situationen habe ich erlebt, ich muss einfach sagen, weißt du was? Also, aber ich habe das Gefühl, die meisten haben mich nie scheiße gefunden, sondern haben mich als Typ eigentlich mögen, aber wir haben einfach einen scheiß Schüler gesehen. Weißt du, das kann ich dann so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich so denke, ich als Lehrer muss sagen, Fabio finde ich eigentlich ein geiles Sicht, aber das ist ja auf der Pfeife Schüler, das nervt mich, oder? Und ich muss halt als Lehrer, geht es mehr um das, als dass ich jetzt privat mit dem könnte Bier saufen, oder? Das Problem war eben, du hast eben irgendwann das Gefühl, dass du ein schlechter Schüler bist, aber wenn er einmal Alkoholentzug hat müssen machen, ich weiss auch nicht, was er noch gemacht hat, aber er war einfach irgendwann einen Monat nicht rum gewesen. Und dann hat es einen Ersatz gebraucht und das war eine Frau gewesen. Yeah. Und die war so mega empathisch gewesen. Und dann ist es natürlich nur schwarz-weiß fast, oder? Fünfer, yeah. Ohne Lernen, weißt du? Yeah. Immer, fünfeinhalb. Sechser, fünfer, immer so. Und dann denke ich, ja, also es liegt irgendwo... Leidt sie irgendwo auch an, an dem? Ich hatte dann einen anderen Englischlehrer gehabt, und der war dann eben fast das Gegenteil gesehen. Ja. So eine Ihr, Weltklasse, hat wirklich ausgesehen so völlig entspannt, ein bisschen zu viel. Und zum Beispiel, das eine Mal gesehen, so, we still have to do a test. Und dann geht es darum, welches Datum, oder? Und dann haben sie ein bisschen geschaut und dann sagen sie, dann haben wir noch keine, 17. März. Und dann, oh no, it's St. Patrick's Day. We can't do a test then, I'll be drunk all day. So, also das ist eine richtig entspannte Sache. Und bei ihm hatte ich mal eine mündliche Prüfung gehabt, über irgendein Buch. Und natürlich habe ich es nicht gelesen. Ja. Ich habe nie irgendein Buch gelesen. Ja. Das ist so. Und wir sitzen an und dann sagt er, weißt du, in so einem Räumchen, oder mündliche Prüfung, so, obviously, you have a 6. So, how's your family? Dann haben wir wirklich einfach 20 Minuten Smalltalk gemacht. Okay. Und dann sagt er, eben mündlich, ich weiss, dass du kannst reden. Aha. Ja. Aha, ja. Obviously, you have a 6. How's your family? Are you feeling good? Und dann habe ich wirklich mit dem auf den so... Smalltalk betrieben. Das Zeug macht dann auch wieder Sinn. Jo. Weil ich meine, du musst ja und nein. Weil irgendwie, also weißt, eigentlich müsste ich ja in dem Moment gleich nicht bestraft werden, aber ich sollte nicht belohnt werden dafür, dass ich fucking einfach kein Buch gelesen habe und halt einfach Englisch reden kann. Ja.
Gut, ich bin jeder so beim Schulsystem, aber da ist jetzt yeah. machen wir jetzt ein grosses Thema auf. Ich bin dort ein bisschen so ein bisschen. Kennst du, warte jetzt, wie heißt er? Richard David oder David Richard? Ich glaube, Richard David Brecht. Das ist ein deutscher Philosoph. Ja, der hat einen Weltklasse Vortrag über das Schulsystem okay. und das Bildungssystem und was man misst, die anderen. Ich kenne nur, wie heißt die, Vera Hauenstein oder so. Ja. Kennst du die? Ja. Die ist leider verstorben. Ja. Birkenbiel. Die ist mega gut. Hauenstein, ich komme. Wie heißt der jetzt, Richard David oder David Richard? Richard David. Schau ihn mal an. Geiles Ziel. Sieht ein bisschen aus wie der Dave, wie hat den Magier geheißen? Dave Brown. Darren Brown. Ja, könnte ein Magier sein. Nein, aber es ist lustig, weil ich habe mit einem Kollegen habe ich, jetzt bald seit 20 Jahren halt eine Debatte über das Schulsystem. Ja. Und wie halt, logischerweise, ich eins von den sicher auch wenigen Beispielen bin, wo die Schule im klassischen Sinn nicht unbedingt gebraucht hat. Und ich sage dann auch immer, ich empfehle es niemandem. Ja. Für mich persönlich bereue ich es aber auch nicht gross. Ja. Aber ich habe halt eigentlich schon mit 16 gefunden, ich brauche das nicht ja, und das bringt mir nichts und bla. Und ich will eigentlich das machen. Ja, aber das ist schon sehr weit. Ja, aber eben, das ist jetzt. Da bin ich jetzt ein kleines Beispiel. Und ich bin sogar die ersten 5 Jahre von meinem Leben in Steiner Schule. Und habe dann natürlich durch das auch Leute kennt, die in ihrem letzten Jahr fast nicht in der Schule sind, weil sie schon haben können in einem Orchester ein Instrument spielen. Ja, cool. Und sie dann gesagt haben, dann gang spielen. Ja, cool. Also, so, mit meinem Kollegen Konstanz eben so eine grundsätzliche 20-jährige Diskussion haben wir eigentlich. Weil dort ist dann eben auch zum Beispiel darum gegangen, ich gehe jetzt dann bald aus der Schule, und das ist ein alter Schulkollege, und der hat gefunden, du musst jetzt aber irgendwie, du musst irgendeine klassische Ausbildung machen, und dann kannst du immer noch etwas probieren und so, oder? Und ich habe so gefunden, ja, aber ich probiere einfach. Und dann haben wir eben auch mal den Vortrag von Brecht geschickt. Und dann hat er mega herzig, hat er mir wirklich eine Mail zurückgeschrieben, weißt du, mit so Stellungnahmen, und sagt, ich verstand den Punkt und den nicht. Und dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich noch geil, weil wir sind zwar nicht ganz gleicher Meinung, aber wir können immer respektvoll drüber schwätzen, ja, ohne dass man irgendwie sagt, du Wichser, du hast ja keine Ahnung, fick dich. Ja. So. Ja, gut, wer redet schon so? wer ist schon so auf? Also, ich fühle mich manchmal so alt. Also. Alter, hey Bro. Hey Brudi. Nein, aber das habe ich manchmal das Gefühl, geht ein bisschen verloren in der heutigen Zeit. Ja, also. Das stimmt. Wie sind wir jetzt überhaupt auf da gekommen? Wegen dem Lehrer. Und wie sind wir auf der Lehre gekommen? Das weiß ich selber nicht. Ja, wir sind doch bei Comedy noch gesehen. Yeah. Ja. Ah, wegen dem Klasse-Clown. Ah, ja, genau. Ja. Yeah. Genau. Der Klasse-Clown. Ja, aber das war für mich eine andere Figur, der Klasse-Clown. Sondern eben so beim Vortrag hat man es probiert, irgendwie einzufließen. Ja, voll. Hast du dort die Verhindererlehrer gehabt, wo du im Vortrag etwas probiert hast? Genau. Das war nämlich genau da gewesen, weil wir müssen eine Kindergeschichte schreiben. Ja. Yeah. Und dann habe ich halt eine mega lustige Kindergeschichte geschrieben, halt, wo auch irgendwie, wo es um einen Drachen gegangen ist, wo wie krank war und er hat nicht können fürspucken, sondern er hat immer gefurzt in dem Sinn, weißt? Und dann hast du die Geschichte, oder du dann sind irgendwie 5 Geschichten ausgewählt worden und wie ist jetzt da gegangen? 5, die Klasse, die irgendwie 3 untere Klasse, ich glaube die erste oder zweite Klasse, dann hast du können wie vorlesen und die können dich wie so benoten. Mhm. Und die Geschichte, die dann gewonnen hat, hat einen 6er gehabt, die zweite irgendwie so etwas gehabt. Und ich habe meine Geschichte eben, ich wusste, ich bin eh nicht dabei, weil meine hat mir irgendwie einen 3er gegeben, das ist keine Kindergeschichte. Und ich habe aber meine Geschichte dann in der Pause denen erzählt und sie haben sich totgelacht. Yeah. Und ich habe gewusst, ja, also weißt, es ist ja eigentlich eine Kindergeschichte, einfach es ist eine lustige Kindergeschichte und vielleicht jemand, wo gerade so auf da kommt, weißt. Und dann habe ich so wie so gedacht, ja eben, dort habe ich gewusst, ja, also ich habe nicht gewusst, dass er mich hasst und wird irgendwie schlechte Noten geben für alles, was ich mache. Aber naja, schlussendlich.
Das ist ja, jetzt auch egal. Das ist ja zum Beispiel, die Schule war ja der Start gewesen, für den Marco Rima, weil er eben das Gegenteil hatte. Er hatte eben so einen Ermöglicher-Lehrer gehabt. Habe ich auch einen gehabt, ja. Der Herr Giger, muss ich immer erwarnen. Ja. Und er hat die berühmte Nummer vom Erlkönig, wo er ja alles so ausspielt. Ja, gut, das ist krass. Das hat er mit 16 in der Klasse performt. Was? So ist das entstanden. Ah, ja. Und das ist eben so ein Paradebeispiel von einem, wo das eben ja. Talent sieht und ja. dann auch auf das pusht. Oder? Ja. Und da haben wir, also ich habe noch zwei, drei andere Lehrer gehabt, wo das gehabt haben, ja. Weißt, wo eben einem nicht eine Scheissnote gegeben hat. Zum Beispiel, ich habe auch mal müssen Shakespeare vortragen, ja. Im Englisch. Ja. Wieder ein anderer Lehrer, weil ich bin immer geflogen. Und, ja. und dort habe ich einfach, ich hatte halt immer, ich habe mich schon immer schwer da mit Seriosität. Mhm. Habe ich schon immer. Mhm. Emotionalität und Seriosität. Ja. Also, darum kann ich zum Beispiel Sing meinen Song nicht schauen. Ja. Weil für mich hat es kein Comic Relief, den ja. ich brauche. Ja. Ich finde Emotionen mega geil, aber es muss irgendwie. Beim Talent hast du das noch, weil irgendwie noch der Buzzer gedruckt wird und dann irgendwie ja. andere Leute. Also, es ist irgendetwas anderes als nur. Ah. Ja, ja. Und dort habe ich genauso gewusst, ich kann jetzt nicht einfach ernsthaft das vortragen. Mm. Das geht nicht. Mm. Und dann habe ich wirklich völlig übertrieben, ich weiß nicht mehr, the wind brushes through the leaves. Und dann habe ich die scheiß Blätter nachgespielt. Das ist scheiß. Ja. Und da hast du dann auch so einen gesehen, der gefunden hat, ja, das hast du gut gemacht. Ja. Weißt, so da habe ich nie gehabt. Wirklich? Tatsächlich. Ja. Mir ist lang gegangen. Ja, in der Schule habe ich nie so einen Lehrer gehabt, wo irgendetwas in dem Sinn gesehen hat. Ja. Sondern ich war auch einer, der eben nachher, also ich war von der ersten bis zur fünften Klasse immer ein guter Schüler gewesen. Mhm. Und dann hatte ich eben den Lehrer, der eben genau in dieser Zeit, wo es eben wichtig ist, ja. für einen jungen Bub oder ein junges Mädchen, erstens Selbstvertrauen zu gewinnen oder dem zu geben, eben Freiheiten lassen, erkennen, wo die Stärken sind, weißt du. Und einfach ermutigen auch. Weil, ja. Eben, im Elternhaus war es schwierig, gewesen, weil meiner Mutter ist nicht so gut gegangen. Mhm. Und dann muss eben eine Lehrperson in dem Sinn, ich sage jetzt nicht muss übernehmen, aber muss natürlich, ist ja auch wieder ein psychologischer Aspekt, die Leute so fördern, dass es in die richtige Bahn geleitet wird, weißt? Und bei mir ist es eben dann so gewesen, dass da hat sich dann in Frust umgewandelt und Frust habe ich dann wieder in Seich umgewandelt, also in Späß und habe Sachen angezündet und habe Eier geworfen und habe einfach nur Scheiß gemacht, oder? Und da ist so wie so ein Frust gewesen, so gegen den rebellieren. Ja, klar. Aber wo bin ich jetzt raus? Wo bin ich jetzt gewesen? Ja, eben wegen dem, dass du nie jemanden hast. Genau, ich hatte nie jemanden gehabt, genau in der Schule hatte ich nie jemanden gehabt, aber beim Arbeiten hatte ich dann das gehabt. Ja. Dass ich zwei Chefs hatte, die in dem Sinn mich so lassen sie, wie ich bin. Mhm. Und ich mir die Freiheiten habe können nehmen und nicht so viele Aufgaben oder nicht so viel, wie sagt man, einfach nicht so viel Druck gemacht haben. Yeah. Und sie haben gewusst, der macht, wenn man ihn lässt, dann macht er seine Arbeit mehr als gut. Und macht sogar noch mehr. Und ich war immer so einer gewesen, wenn ich so viele Aufgaben habe. Yeah. Das und das und das und alles so strikt. Und das musst du machen und das musst du gemacht haben. Dann ist der Berg zu gross, oder? Ja, dann bin ich fast so ein bisschen ins Negative gerutscht, um meine Grenzen auszutesten. Was passiert, wenn ich jetzt das nicht mache? Weißt du? Aber wenn ich frei kann sein, dann entwickle ich völlig andere Kräfte oder völlig andere Stärken. Und das ist ja auch das Krasse, wenn du dann eben so etwas findest, wie zum Beispiel Comedy. Ja, voll. Aber das kann irgendetwas sein, also für alle die Menschen, die jetzt zuhören. Wenn man etwas findet, das muss ja nicht einmal etwas beruflich sein, sondern einfach etwas findet, das einem erfüllt, dann hat man auf einmal in dem, Die positivsten Vorzüge, die man sonst nie gehabt hat. Weil, so. Ich weiss, du hast mir mal Streber gesagt. Ja, weil, ich finde dich auch noch ein Streber. Auf meine Comedy bezogen, weil ich irgendwie Setlisten schreibe und die archiviere und alles so scheiße, oder? Ja.
Und dann habe ich mir, das ist mir wirklich lang geblieben, weil ich gedacht habe, Alter, ich bin noch nie in meinem Leben in irgendetwas im Streben gesehen. Ich bin das Gegenteil gesehen. Ja. Und da bin ich automatisch geworden. Ja, nicht, weil ich es wollte. Ja, im Sinne von, ich habe mir nie gesagt, ich will als mega organisierter Komiker. Voll. Ja, das wäre sehr komisch. Ich bin voll der Organisator. Überhaupt nicht. Und dann denke ich so, shit, aber da bin ich's. Und ich bin das sonst ein Chaot und ich bin mega schlechter Arbeiter gesehen in der Versicherung und all das Zeugs. Ja. Aber wenn du etwas findest, wo irgendwie du für dich, das kann ja zum Beispiel Fotografie sein oder was weiß ich. Ja. Weißt, wenn ich immer merke, wenn jemand eine Passion findet für etwas, auch Sport. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die eben zum Beispiel ehrgeizig sind, wenn sie Fußball spielen und ehrgeizig sind, wenn sie gehen Ping-Pong spielen oder irgend sowas. Aber weißt, wenn du irgendetwas findest in dir innen, wo dir eben so eine gewisse Erfüllung gibt, dann hast du auf einmal die positiven Vorzüge, die zum Vorschein kommen. Ja. Und das ist aber das Gute, du denkst schon nie dran, ich... Das ist aber bei dir so. Also denke ich, du denkst schon nie, ich bin so organisiert, ich will so organisiert sein. Nein. Sondern du bist es einfach, weil das deine Comedy ist, du schreibst es so, du leistest es so ab und es geht auf. Weißt? Genau. Ja, das ist lustig, siehst du jetzt. Streber. Ja, aber da finde ich schon noch wichtig, wenn man immer so überlegt, was vielleicht auch dazu geführt hat, finde ich krass, dass du in der Schule nie irgendjemanden gehabt hast, der eben etwas gesehen hat und gesagt hat, komm, mach. Aber dann zum Glück in der Arbeitswelt. Ja. Dort hatte ich zwei Chefs, und ich muss sagen, ja, zu denen würde ich in dem Sinne immer. Und ich glaube, es braucht auch immer so Menschen. Und ich glaube, ganz allein würdest du dann auch nicht auf die Idee kommen. Das stimmt. Oder auf den Weg gehen. Gut, Comedy bin ich ganz allein drauf gekommen. Ja. Das war einfach so gewesen. Ja. Einfach mal probieren. Aber ist auch... Aber eigentlich, also es braucht immer irgendetwas oder jemand, eigentlich durch den Kiko. Ja, durch den Kiko, ja. Genau. Weil ich ihn einfach... Wo zeigt hat, dass es möglich ist. Genau. Das ist das eigentlich stimmt. Immer. Also weißt du, es das braucht stimmt. Immer irgend so jemand. Ja, oder voll. Und er hat mich natürlich auch in den Anfängen... dann nachher noch viel gefragt, hey, kommst du dort mit? Ja. Dann hatte ich auch wieder Auftrittsmöglichkeiten gehabt. Klar, so eine Art Mentor-Rolle genau, in dem Moment. Genau, das war ein bisschen der Mentor. Weil das ist zum Beispiel auch das, wo ich immer so denke, bei mir sind es 100 Schritte, die zu dem geführt haben. Ja. Und ich habe mir sogar mal eine Liste gemacht, wo ich so gefunden habe, alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise etwas dazu beitragen haben. Okay, krass. Und ohne Scheiß, mach das mal. Weil... Ja. Also du wirst erstens die Liste immer wieder ergänzen, weil es wird immer wieder jemand ins Hinkommen, wo du so sagst, oh shit, krass. Das stimmt, irgendwie. Ja. Nur schon, dass die Person mich dort gebucht hat oder dass das, fragt mich nicht, das Gespräch, dort und so weiter und so fort. Also du wirst immer wieder irgendetwas finden und vor allem du gehst immer wieder zurück. Eben. Und dann komme ich auf einmal irgendwie auf meinen Lehrer, wo ich 12 gesehen bin. Und einen kann ich Basketball wählen als Freiwahlfach, aber weil ich an dem Tag schon so Training hatte mit dem Verein, bin ich immer müde gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich muss ein anderes Ding haben. Und der schaut mich so an und sagt, mach mal Theater. Und ich habe das nie wollen, weil mein Vater, meine Stiefmutter hat irgendwie Theater gespielt. Stimmt, ja. Und dann habe ich immer so gedacht, das will ich nicht. Oder? Ja. Und dann so, mach mal Theater. Und dann machst du eine Stunde und findest so, oh, ist das geil, shit. Und auf einmal bist du dort in so etwas drin, wo es nur so eine kleine, es hat einen kleinen Schub gebraucht, oder? Und das zieht sich dann, weiter und es ist dann richtig krass, weil ich habe dann auch gemerkt, wenn ich die Listen anschaue, ich selber, bevor im Frühjahr bin ich gern auch ins Rabbit Hole von so nicht Zynismus, ich habe mal probiert, nicht zynisch zu sein, aber man wird halt irgendwie so ein bisschen stumpf, wo oft so, ja, der Veranstalter, weißt und die Person dort und was weiß ich, oder? Und dann denkst du aber so, ah, aber shit, der Veranstalter, der hat mich bucht, wo noch niemals nur Vertrauen in mich also schenken, sowieso nicht. Das stimmt. Weißt? Man darf nicht vergessen, wer und so weiter und so fort. Schlussendlich in dieser Kette. Und dann nehme ich auf einmal den Veranstalter dort in Schutz und sage so, ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, wo ist der erste Auftritt gesehen? Und dann heisst es auf einmal so, ah, stimmt, ja, okay. Und wir blenden das dann immer so gar nicht. Ja, wir blenden es relativ schnell aus. Und wenn, ja, mega. Darum sage ich auch, darum finde ich auch, es gibt viele Leute, die eben
Also darum würde ich, also nimmt es mich auch Wunder, wie weit kann ich gehen. Weil es ist auch, du entwickelst eben dann auch eine gewisse Persönlichkeit. Oder weißt du, wie weit führt das? Also ich könnte mir jetzt nie vorstellen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mega Hallen fühle, dass ich ein anderer Typ wäre oder die Leute würde vergessen, die jetzt mich da gebracht haben. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, schlussendlich hast du dich selber auch da gebracht. Ja, ja. Aber es hat einfach zur perfekten Zeit am perfekten Ort. Gibt es, aber die harte Arbeit hast ja auch du dir dann zu verdanken. Aber wie du sagst, wir finden immer jemanden in dieser Kette. Das ist eben spannend. Das ist richtig krass. Das ist eben gut. Darum sage ich eben auch selbstreflektiv sein. Um einfach mal einen ruhigen Moment haben und nachdenken, was alles passiert ist. Weil man schaut immer vor. Genau. Was könnte noch kommen, was passiert, aber man sieht nie was, oder man denkt nie noch, was, wo hat es angefangen. Oder ja. Man wird schneller vergessen, als dass die kurze Erfolg. Ich tue mir mega, mega gern mir bewusst machen, dass ich so quasi wie mit meinem früheren Ich rede. Weißt du, wo eben irgendwie so, der Typ im 2013, wo seine Woche vor der Premiere von seinem ersten Solo-Programm ist, oder? Weißt du, dem einfach mal schnell sagen, Alter, schau mal, was von denen bis jetzt alles passiert ist. Ja, voll, ja. Es kommt im Fall völlig okay. Ja, ja. Und das hilft dir dann auch wieder, im heutigen Ich zu sagen, Alter, das ist ja mega geil. Ja, fix. Weil eben, man kann dort in so einen Strudel kommen. Ja, ja. Weil halt einfach, ist zum Beispiel eine Sorge, die ich habe bei dir und bei ein paar Leuten, weißt, wo sehr schnell etwas passiert, dass man das Gefühl hat, es geht immer so weiter. Und es gibt halt immer so Sprünge. Und dann aber bleibt es halt einmal 2-3 Monate, bleibt es irgendwie ein bisschen, also stecken ist das falsche Wort, aber es bleibt dann halt so ein bisschen auf dem gleichen Level. Ja. Und ich habe zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, wenn ich ein neues Solo mache, dann gibt es jedes Mal einen Sprung, wie vom ersten zum zweiten. Weil vom ersten zum zweiten ist bei mir dann alles passiert mit Fernsehauftritt, mit dem Swiss Comedy Award, ba. Und dann vom zweiten zum dritten sind vielleicht 10% mehr passiert. Das ist immer noch etwas, weißt du? Ja, die Erfahrung muss ich auf jeden Fall machen. Aber es ist nicht halt von 10 auf 50, ist jetzt nicht von 50 auf 90, sondern von 50 auf 60. Ja, voll. Und dann kriegst du auf einmal so ein mega Fuck-up in deinem Grind. Oh mein Gott, nein, das geht ja gar nicht so, wie ich gemeint habe. Ja. Und irgendwie, ich habe zum Beispiel dann auch mega grossen Stellenwert gelegt auf irgendwie eben einen Fernsehauftritt oder was weiß ich. Vielleicht habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, nach diesem Fernsehauftritt geht es ab. Ja. Und die Erfahrung hast du jetzt auch schon gemacht. Ja. Es ist ein backsteifes Haus, aber es ist nicht schnell 3 Stück die ganze Wand, oder? Nein, es das ist so. Es aber ist da, Stück also, für Stück. Da ist es so, aber da weiss ich auch, da habe ich auch relativ früh mir selber gesagt. Es ist ja mega also wichtig. Irgendwie kann ich ja auch nichts dafür, dass es jetzt so schnell gegangen ist. Weißt nein, du, weil, musst nein, nicht wegen dem. Nein, nicht wegen dem. Aber ich habe einfach das gemacht, was ich gerne mache. Genau. Und ich bin einfach schnell durch da durchgekommen. Und habe die Sachen schnell erreicht. Aber ich habe mir nie, die Ziele habe ich mir in dem Sinn nie gesetzt. Erst jetzt merke ich, okay, jetzt fange ich langsam an, Ziel ins Auge nehmen, wo ich jetzt in einem Jahr erreichen will. In 3 Jahren erreichen. Aber vorhin habe ich nicht gewusst, dass es diese Ziele überhaupt gibt. Ja, ja. Sondern ich habe einfach blind gemacht. Bin dort durchgekommen. Es ist bis jetzt, da kann ich mich gar nicht beklagen. Schade, dass eben da jetzt da der Corona-Zeug gekommen ist. Aber ich baue weiterhin auf und es läuft. Und ich bin am Anfang noch. Obwohl es jetzt so schnell gegangen ist. Ich denke mir auch immer, hey, du machst jetzt da 2 Jahre. Yeah. Und die Leute erwarten eben dann, durch das, dass ich jetzt eben die Preise gewonnen habe und in dem Sinn so schnell aufgekommen bin, sie haben wie das Gefühl, dass ich da länger mache. Und erwarten dann aber auch, dass ich direkt besser bin als der und der. Yeah. Obwohl ich es wahrscheinlich noch weniger lang so mache als die. Weißt? Und ich sage mir selber, hey, schau, da braucht noch ein bisschen Zeit. Ich bin selber noch nicht dort, wo ich hinkommen möchte, stand-up-technisch. Aber ich liebe das, was ich mache. Und die Zeit wird sehen, was noch kommt. Ich habe mein Ziel. Und also, du weißt selber, wie es ist. Eben, ich sehe mich noch am Anfang.
Ja. Weil, wenn du dich schon am Anfang siehst, dann bin ich irgendwo. Nein, aber es ist so, weil ich mache es 7 Jahre. 7 Jahre ist einerseits lang, ja. Aber bei dir ist auch ein bisschen etwas anderes. Aber es ist gleichzeitig auch nichts, weil. Bei dir ist auch völlig andere Zeit. Bei dir kann man wie sagen, es hat wie zwei Anfänge gegeben. Weil auf der anderen Seite hast du früher mit Comedy angefangen, wo es noch gar nichts gegeben hat, wo noch Stand-up-Comedy nirgends war in der Schweiz. Ja. Den hast du aber gleich 4 Jahre gemacht. Yeah, Stand-up hat sich weiter aufgebaut. Du hast deine Bekanntheit immer ein bisschen gestiegen. Und jetzt ist eben ein Punkt, wo auch du oder der Charlie, oder ja gut, bei uns ist jetzt schon ein bisschen viel weiter, aber jetzt du und der Charlie, sage ich jetzt mal als gutes Beispiel, wo so auch so früh angefangen haben, ihr erlebt so wie so eine zweite Welle. Ja, für euch ist jetzt auch wie ein neuer Anfang. Sogar schon dritte oder vierte gefühlt. Weißt? Ja, gefühlt, ja eben. Ja, ja. Aber trotzdem sogar noch schwerer. Aber trotzdem sehe ich es erst am Anfang, weil auf irgendwie so, eben weil man es ja als Grand Prix sieht, oder? Eben. Und nicht als, darum ist so ein Jahr ist zwar viel, aber irgendwie. Manchmal passiert in einem Jahr mehr und manchmal passiert in einem Jahr weniger. Und eben, es ist eigentlich wie ein Aktienkurs oder so. Und das heißt, klar geht es mal dazwischen ein bisschen runter, aber auf die Länge gesehen geht es konstant auf. Genau, das ist wichtig. Und das ist aber auch mir wichtig, dass ich will das langfristig machen. Richtig. Und das Gleiche wie flatten the curve beim Virus, sehe ich es auch immer auf die Comedy, wo ich sage, ich will nicht den Spike haben und danach geht er genauso schnell wieder ab. Sondern klar habe ich gerne einen Spike, aber das sollte nicht zu hoch sein, sondern mir ist wichtiger, dass es Beständigkeit hat. Ja. Oder? Und unser aller Held, Mittermeier, ist für mich so das Paradebeispiel dafür. Ja. Oder? Kommt aber auch darauf an, was du aus dem Spike machst. Klar. Also es gibt natürlich die da oben sind und dann gerade wieder fallen, aber es gibt auch die sich dann über Jahre lang können halten können. Eben. Heutzutage ist eben da mit den Social Media Sachen und wenn du einen riesen Hype erlebst, musst du den ausnutzen, aber du musst ihn so nutzen, dass es auch langfristig Sinn macht. Genau. Das ist genau das Schwere. Weil eben, also weißt du, das Halten heisst ja, du hast trotzdem dann nicht mehr genau so hohe Zahlen. Also wenn es jetzt mega abgeht, von einem Tag auf den anderen. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit der Haselbrugger. Haselbrugger ist auch mega gut im Hetzel. Es ist lang im Game. Eben, und Bier ist auch konstant offen. Also weißt du, es ist klar, ist dann ein Spike passiert. Aber ich denke so, sogar noch ein grösseres Spike, wie der Mockridge oder so. Ja. Weißt du, gut, die Zahlen, die hebst du dann trotzdem nicht über 10 Jahre. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, weil in den 10 Jahren hast du eh da schon verdient. Ja, oder eben der Mittermeier. Der hat ja so einen massiven Spike gehabt, dass er dann noch hat, mega, also bis heute davon kann leben. Ja, das ist eigentlich wie, im positiven Sinn, ist eigentlich egal, was der Mittermeier macht. Ja. Oder? Aber bei ihm finde ich es eben genau geil. Und darum finde ich ihn eben so ein geiler Sieger. Mega. Dass er jetzt sagt, ich habe jetzt dort mein Höhepunkt, er weiß es selber, er hat seinen Höhepunkt gehabt, jetzt geht er wieder zurück zu Open Mics. Yeah. Und tritt in Berlin oder in Köln auf mit diesen 25-jährigen Berliner. Weil er es geil findet. Weil er Comedy liebt. Genau. Und es funktioniert. Mhm. Du merkst sogar jetzt, wie die Jüngere wieder auf ihm seinen Zug aufspringen. Yeah. Und das ist darum finde ich, das ist. Das Paradebeispiel. Eben, finde ich auch immer. Ja. Muss ich auch immer sagen. Voll. Finde ich absolut. Voll. Wir haben jetzt schon 1,5 Stunden gelabert. Okay. Ich mache noch schnell fertig mit. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich frage das jetzt wieder ab und zu. Um mich gut zu fühlen, gehe ich mit meinem Hund laufen. Hast du nicht zwei jetzt sogar? Ja, also eine ist mir, der andere ist der Freundin. Ja. Und... aber ja, ich muss ja dann mit beiden laufen. Aber da ist eigentlich immer so, mit dem, da mache ich immer, um mich gut zu fühlen. Ja. Ich habe immer so eine Runde, die geht irgendwie 1,5 Stunden. Und hast du dann auch Handy weg und so? Lass du heim? Handy habe ich, also nein, die heim lasse ich nicht, das ist schon dabei, weil ich lasse manchmal Podcasts, wenn ich durch den Wald gehe, oder lasse Musik oder so.
Aber ich tippe jetzt nicht, ich genieße schon die Natur um mich herum. Mhm. Und dann habe ich einen Weg und dann geht's, dann fängt es gar nicht durch den Wald und dann geht es so ein bisschen runter. Und in Zürich, jetzt hier in Almend, da ist da beim Seal City hinten dran, hat es einen Hundekiosk. Und dort kannst du anhocken und dann sind ganz viele Hunde, dann hast du eine riesige Wiese, dann hast du einen Fluss. Und dann können die Hunde dort spielen, du kannst dein Bierchen trinken, du kannst deine Zeitung lesen, du kannst dir deine Social Media Zeug anschauen, du kannst etwas essen und dort gibt es bei mir dann immer Wienerli und Rivella Blau. Geil. Und dann bin ich dort und schaue meinem Hund zu, wie er spielt, komme mit den anderen Leuten ins Gespräch. Und das ist so für mich so der Moment, wo ich so, das macht mich so glücklich. Ja. Mein Hund gesehen spielen mit den anderen Hunden und die anderen Leute mit den Hunden haben auch Freude, wenn die Hunde sich wieder vermischen. Also es vermischt sich dort alles. Egal von welcher Schicht du kommst. Mhm. Es hat auch solche, die im Wald leben. Mhm. Also so wirklich so ganz Alternative, die einfach dort hinkommen mit dem Velo und einfach hinhocken und mit dir schnarren. Und ja, das mache ich zu mir gut fühlen. Und natürlich eben die kleinen Sachen zu geniessen. Oder immer die kleinen Sachen probieren, an das zu denken. Hey, heute habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein Bild fertig gemalt. Oder einfach kleine, auch einmal an kleine Sachen denken und sagen, schau, das habe ich geschafft. Yeah. Und das ist mega wichtig. Ja, aber Natur und mein Hund ist schon so da, wo mir jetzt in dem Sinne am glücklichsten macht, nebst Stand-up. Ja, das ist meistens, vor allem, weil ja viele Komiker dort zu Gast haben, es ist ja eh meistens geil, dass einem das glücklich macht. Ja. Aber der Tag hat ja noch 22 andere Stunden. Das ist es so, auf jeden Fall. Und das ist zum Teil ist ja auch bei gewissen also schon das Problem gewesen, dass sie dann eben nur das Hoch dort haben und so einen Schnitt. Und irgendwie geht es ja darum, dass man ein erfülltes Leben hat, in der Art und Weise. Das ist so. Und dir alles Liebe, viel Erfolg weiterhin. Dir auch. Gib weiterhin Gas. Mach ich. Ich schaue immer gerne zu. Ja, du jetzt und bald Premiere, ja, oder? Ja, also jetzt, heute wenn der Tag, an dem Tag, wo jetzt der rauskommt, der Freitag, habe ich Tryout in Marbach. Marbach. Mhm. Die Kanton. Okay. Ja. Aha, ja. Wie heisst es dort, sag nochmal? Bühne Marbach. Marbach. Stimmt. Und ja, kommt vorbei, mega gern, kommt vorbei. Dann bin ich noch in Solothurn, Tryout und in Rorschach. Rorschach. Tryout. Okay. Und dann ab 13. Oktober. Hebsen, Zürich, Kaufleute. Also Hebsen, Zürich. Ja, fünfmal Hebsen, dann Zürich, Kaufleute, dann im Theater im Köfigturm und so weiter und so fort. Alle Tourdaten, aber auch du wirst jetzt wieder viel auftreten. Alles Liebe. Danke, dass ihr dürfen da sein. Ja. Sehr nettes Gespräch. Ja, geil gewesen. Und dir auch viel Erfolg. Ich komme, wenn ich nicht das Tryout schaue, dann komme ich sicher an die Premiere. Dann. Geil. 13. Oktober. Also, wenn ihr an die Premiere kommt, dann müsst ihr nicht mal wegen mir kommen, weil der Fabio kommt auch. Wenn ihr nicht wegen mir kommen wollt, kommt wegen Fabio. Tschüss zusammen! Peace! Thank you.